Sagst du es uns? Geht los, wunderbar, ein ganz deutliches Zeichen. Herzlich willkommen bei 1000best TV. Wir sind hier live aus Wiener Neustadt und wir bringen euch heute wieder eine 1000best Live Team Motorrad Talkshow. Da drüben haben wir zwei sagenhafte Kollegen mit dabei. Mich kennt ihr ja schon ein bisschen. Den Volle kennt ihr auch. Grüß dich, servus. Und deiner Mitte, Ist jetzt ein bisschen ein neuer Peter Meyer von der Zeitschrift Motorrad. Grüß dich. Servus. Sagt man hier auch oder nicht? Ja, wie du willst. Wir sagen normalerweise ganz andere Sachen zu unseren Gästen, aber das können wir live nicht machen, was wir da so alles sagen. Einige von euch haben ja sicher in den letzten Wochen, kann man sagen, die zahlreichen Videos vom Alpenmasters schon gesehen. Da war der Peter Meyer teilweise auch dabei. Und jetzt ist quasi das große Finale. Und ihr seht, was wir hier aufgebreitet haben, da die Zeitschriften vom Motorrad und unsere Unterlagen. Weil heute geht es ums Finale. Wir sprechen gemeinsam darüber, Peter, welches ist das beste Motorrad des Jahrgangs 2018 für eine zünftige Alpentour? Und ihr, meine lieben Zuseher und Zuseher, jetzt live dabei, wie der Peter jetzt einen Crashkurs kriegt, einen Livestream. Einmal haben wir schon so eine kleine Probe gemacht bei euch in Stuttgart. Du siehst es da hinten oben, wie die Leute uns grüßen. So. Hi, ja. Ja. Hallo aus Braunschweig, aus Aachen grüßt der Peter, der AMG-Versauger aus dem übertrieben heißen München. Thomas Holzer grüßt aus Wien. Buona Sera, da dürfte jemand auf Urlaub sein, oder? Er ist tatsächlich aus diesem. Frankfurt, der Uwe. Ja, Frankfurt, Uwe. Da, wichtige Frage. Heidelberg. Lot Gaming fragt, kommen noch Videos vom Alpenmasters? Ja, das hier. Du bist mittendrin, du bist live dabei beim Grande Finale. Das ist das letzte Video vom Alpenmasters. Schwabenpower in Wien. Kai Baron. Ja? Jetzt weiß ich nicht, ob er das auf dich bezieht oder auf sich selbst. Bist du eigentlich echter Schwabe? Ja. Ich bin eigentlich so Randschwabe. Ich komme nördlich von Stuttgart, aus der Nähe von Heilbronn. Und das ist so ein bisschen ein Niemandsland. Also man könnte sagen, wie gesagt, Dach drauf Schwabe, sagt man im Schwäbischen. Also Schwabe. Gerade so noch am Rand. Aber du kannst schon richtiges Deutsch sprechen, nicht nur Schwäbisch. Das ist mein Hauptproblem. Ich kann mehrere Fremdsprachen, aber mit Hochdeutsch, da hapert es noch ein bisschen. Also insofern, ich werde mich bemühen. Ja, wir werden das schon zusammen hinkriegen. Und die System unsere Zusätze sind international. Aus der Schweiz grüßt der Elliot. Und Gruß aus Ostfriesland, Thorsten Küppers, den mögen wir besonders gern. Du weißt ja, ich bin Burgenländer und über uns gibt es in Österreich die Witze und bei euch gibt es die Ostfriesen-Witze. Also, du übernimmst praktisch die Rolle des Depps der Nation, kann man das so sagen? Ja, aber es ist, wir stellen uns nur so. In Wahrheit, und das kann sicher der Kollege Thorsten mir beipflichten, wir haben das Land wirklich im Griff und tun nur so, als wären wir nicht ganz so schlau drauf wie die anderen. Ja? Naja, das ist ein Wahnsinn. Im Prinzip müssten wir jetzt schon sofort loslegen, weil die Leute genau die Themen ansprechen, die wichtig sind. Aber eine Kollegin müssen wir noch ganz besonders begrüßen. Die Juliane. Voll, da müssen wir reinwinken. Juliane RR. Wo aus Kalifornien. Fünfte von uns. Juliane, unsere Freelancerin, ist ja gerade in Kalifornien. Juliane, schön, dass du zuschaust. Aber was machst du jetzt? Ganz früh dran, neun Stunden zurück. Müssen wir jetzt rechnen? Kannst du rechnen? Was das ist jetzt 10 morgens. 10 am Abend? Ja, 10 morgens. 10 morgens, okay, ja. Dann ja, sie ist gerade aufgestanden. Sie ist gerade aufgestanden. Juliane, Frühstück gerade wahrscheinlich am Meer. Aber kommt wahrscheinlich alles um eine halbe Stunde versetzt, weil deine Leitung wird nicht so gut sein, nehme ich an. Und jetzt natürlich der erste wunde Punkt. Heiko sagt, warum keine Videos zu den Tourern? Heiko, ich muss gestehen, es war der erste große Aufschlag von uns bei 1000 PS beim Alpenmasters und wir haben jetzt einmal geschaut, wie das ist. Ich habe, muss ich gestehen, glaubt, das wird ein riesen Schatz da vor Ort, aber es war so leiwand, Entschuldigung, dass bei uns wird immer offen gesprochen. Es war dann irrsinnig leiwand und ich habe es bereut, dass ich zu spät hingeflogen bin. Wir sind, glaube ich, gekommen, als die Tourer schon gefahren waren. Schlicht und einfach, ihr war zu spät dran. Das heißt, die Tourer, das war die Gruppe, die wir als erstes getestet haben und auch als erstes fotografiert haben und da warst du morgens noch in der Falle gelegen und nachher im Flugzeug gesessen. Nee, auf jeden Fall, ihr wart einfach zu spät. Ja. Aber jetzt geht schon in die Zukunft. Wir werden natürlich nächstes Jahr beim Alpenmasters noch intensiver vor Ort dabei sein, Peter. Außer ihr wollt, dass wir dabei haben, aber jetzt live kann man da nichts anderes sagen. Ich werde es merken. Und da werden wir natürlich nichts mehr auslassen. Heuer haben wir tatsächlich nur mal geschaut, wie es so wird. Ist ein Wahnsinn, was da losgeht. Aber wir müssen uns jetzt sputen. 3 Minuten Begrüßung sind wir eh gut im Schnitt. Vielleicht fangen wir mal an, Peter, dass da gleich mal ein bisschen locker wird. Motorrad Alpenmasters, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt Zeit, das jemandem zu erklären aus der Motorradbranche, der noch nie eure Zeitschriften in den Händen gehalten hat. Was ist das Motorrad Alpenmasters? Ja. Also das Motorrad Alpenmasters ist eigentlich relativ leicht erklärt. Zu Beginn des Jahres machen wir ja verschiedene Vergleichstests segmentintern. Das heißt, wir haben Reise-Enduro-Vergleichstests, wir haben Supersportler-Vergleichstests, Power-Nakeds, Mid-Nakeds. Sämtliche Segmente werden von uns durchgetestet und dann Mitte des Jahres haben wir sich mal vor vielen Jahren schon überlegt, das war 2003, ist es
Thema akut geworden, als man sagt, okay, die Leute fahren jetzt in den Urlaub, viele Motorradfahrer fahren natürlich in die Alpen und haben uns dann angefragt, welches Motorrad ist denn eigentlich das Beste, um mal in die Alpen zu fahren. Und so kam eigentlich die Idee auf, mal einen konzeptübergreifenden Test zu machen. Mhm. Und zwar nicht bei uns auf der normalen Testrunde, sondern eben am Ort des Geschehens in den Alpen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Alpenmasters. Das heißt, wir gehen da Mitte, Anfang Juni, so früh wie es eben möglich ist, wenn die Pässe aufmachen, gehen wir in die Alpen. Und vorher haben wir ein Testfeld zusammengestellt mit neuen oder zumindest überarbeiteten Motorrädern. Das ist ganz entscheidend. Okay. Das heißt, die Motorräder sind nicht fortgeschrieben von Jahr zu Jahr, sondern wir schauen uns natürlich die Liste an, welche Motorradmodelle wurden neu herausgebracht bzw. nennenswert modifiziert. Und diese nehmen wir dann mit in die Alpen und teilen die vorher ein in verschiedene Segmente, also in passende Gruppen, mhm, und fahren dann in einem recht großen Aufwand diesen Alpenmaster aus. Das heißt, wir haben, wenn man es jetzt am aktuellen Beispiel nimmt, das sich anlehnt an die vorherigen Alpenmaster-Veranstaltungen, haben wir 5 verschiedene Gruppen. Mhm. Okay. Und aus diesen Gruppen wird jeweils ein Sieger ermittelt. Und dieser Sieger wandert in die Finalrunde und aus dieser Finalrunde wird dann der Gesamtsieger, also sprich der Alpenmaster des betreffenden, okay, Jahres ermittelt. Das ist natürlich für euch jetzt auch super, Peter, hast gleich in die nächste Frage übergeleitet, weil die große, also es gibt da bei den Alpenmasters 2 Kritikpunkte und den einen können wir gleich besprechen. Warum ist dieses und jenes Motorrad nicht dabei? Das ist natürlich immer der Klassiker bei den Leserbriefen. Ihr testet 20 Motorräder in den Bergen und zu 100 weiteren kommt die Frage, warum ist die nicht dabei? Genau. Das ist wahrscheinlich eine Raketenwissenschaft, aber irgendwann muss man mal sagen, wir nehmen diese 20 mit und da fehlen immer irgendwelche. Aber es fehlen halt eigentlich, so, in diesem Fall fehlen eigentlich gar keine Motorräder, weil das Konzept ist das bestimmende Element. Das heißt, wir nehmen, wie wir es gerade gesagt haben, nur Motorräder mit, die neu sind, also neu herausgebracht für dieses betreffende Jahr oder eben mindestens technisch überarbeitet. Und aus diesem Fundus, da haben wir ungefähr 20 Motorräder und die nehmen wir mit auf das Alpenmaster. Mhm, und genau, okay, die Motorräder. Das heißt, wir nehmen nicht Motorräder, die wir schon auf dem Alpenmaster dabei hatten oder die uns jetzt einfach für die Alpen besonders geeignet, okay, scheinen, mhm, sondern wir möchten einfach die Neuzugänge dieses Jahres, möchten wir einfach prüfen, ob die in den Alpen gut funktionieren oder nicht. Okay, sehr gut. Das heißt, das Alpenmaster ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man es, wenn man jetzt 2018 anschaut und man vermisst ein Motorrad, könnte man möglicherweise 2017 ins Archiv schauen, dann findet man es dort mit dabei. Ja? Genau so wäre es und genau so ist es natürlich auch. Das heißt, wir haben alle, wenn du jetzt vorhin jetzt gerade mal angesprochene Aprilia Tuono oder eine KTM Super Duke 1290R, die haben wir alle schon beim Alpenmaster dabei gehabt. Die sind in ihren Gruppen bewertet worden und dann sind sie zum Teil auch ins Finale gekommen, aber eben nur in diesem Jahr, in dem sie neu waren. Okay. So einfach ist es. So, dann haben wir aber gleich schlechte Nachrichten und gute Nachrichten, wie man es auch sieht. Wildcat schreibt, die Sonderausgabe war schon am Samstag an der Tanke ausverkauft. Also von der Zeitschrift. Ja, da freuen wir uns natürlich drüber. Aber es ist natürlich ein Highlight. Das ist ein Riesenaufwand und offensichtlich kommt es halt auch bei den Lesern dann irgendwie auch gut, ja, an. Oder Sonderausgabe, du hast ja vorhin erlaubt, wir dürfen es ja in die Kamera ist ja halten. Ja, ne? Schleichwerbung ist mein Geschäft. Die Sonderausgabe ist ja unser Heft 17, das XXL-Heft. Also das hat ja einen größeren Umfang wie normal. Mal, und wenn irgendwer sagt, also es war nicht meine Idee, das Cover. Also ich, grundsätzlich finde ich, bin ich ein Freund von undezenten Sachen, aber das ist so richtig leibend am Putzhorn. Möglicherweise war es auch deswegen ausverkauft, weil da mal mit richtig Selbstvertrauen ans Werk gegangen dann, ist. Ja. Dann hat es den Zweck erfüllt, dieses Konzept. Also wir haben, das Einzige, womit man es vielleicht verwechseln könnte, wäre vielleicht ein Möbelprospekt von XXL. Ja, ja. Aber alles andere, denke ich mal, es hat den Zeitenzweck erfüllt. Also wir bemühen uns gerade für Heft 17, das ist unsere Sommerausgabe, für die wir spezielle Themen überlegen. Nicht nur das Alpenmaster-Finale, sondern auch die XXL Challenge, eine spezielle Reisegeschichte, die unsere Kollegen immer produzieren. Oder einfach spezielle Tests, Features, Porträts. Einfach nicht alltägliche Dinge, die man in den anderen Heften nicht immer vorfindet. Wir strengen uns für das Heft 17 einfach immer besonders an. Und es liegt auch 2 Wochen länger am Kiosk als die restlichen Hefte. Wir erscheinen ja im 2-Wochen-Rhythmus. Und das heißt, es wird 4 Wochen am Kiosk liegen. Und das heißt, der arme Kollege, der am Samstag keines kaufen konnte, wird wahrscheinlich auch die nächsten 4 Wochen keines kaufen können. Na gut. Es ist natürlich ein trauriges Thema, aber auch gut für euch, wenn es gut läuft. Aber eins wollen wir jetzt noch, bevor wir loslegen mit den Power Nakeds als erste Gruppe. Wir fangen gleich mit das richtig was schorfen an. Schauen wir uns doch schnell diese Kategorien an. Wir haben 5 Kategorien
Und ich sage euch, wie es jetzt losgeht, dass ihr euch einsortieren könnt. Wir beginnen jetzt mit den Power Nakeds, machen quasi jetzt hier live einen Power Naked-Vergleich in den Alpen. Danach schauen wir uns die Tourer hier gemeinsam an. Danach gehen wir weiter zu den Modern Classics. Danach zu den Adventure Bikes, also Reise-Enduros. Und am Ende die Mittelklasse-Enduros. Und aus in jeder Mittelklasse Naked, Entschuldigung, danke Faktenfalle. Und in jeder dieser Kategorien sind 4 Motorräder am Start. Und dann, das Grausame ist natürlich, wo es richtig kompetitiv wird, dann muss, also diese besten Motorräder aus diesen Kategorien müssen sich dann gegen den oder die Vorjahressiegerin behaupten. Das ist natürlich die richtige Challenge. Ja. Und so aus der Historie heraus, als letzter Punkt, bevor wir loslegen, du hast hier, pflichtbewusst, du bist als Deutscher, das ist das Alpenmasters Rückblick. Achso, das dürfen wir uns eigentlich die Kamera halten, da sieht man ja da oben, wird man schon Schluss verraten. Aber 2017 hat gewonnen R1500 GS Rally, 2016 hat gewonnen Honda Africa Twin. Also, ja, man sieht, die Reise-Enduros sind gut in Schuss, aber es hat auch schon mal Naked Bike gewonnen 2009, oder? Das ist so, also ja, Reise-Enduros sind die großen Favoriten immer, aber nicht aus. Da hatten wir die Honda CB 1300. Das ist ja so, um das noch ein bisschen zu erklären, in den Vorrunden, da haben wir ein Punkteschema, also ähnlich unserem 1000-Punkte-Schema, allerdings mit Kategorien, die dem Einsatz im alpinen Gebiet mehr entsprechen, das heißt, was nicht zählt zum Beispiel ist Höchstgeschwindigkeit, es zählt nicht Spitzenleistung, es zählt nicht Garantie, es auch restliche Kosten, periphere Kosten vom Motorrad zählen da nicht. Was aber viel wichtiger ist in unserer Alpenmasterwertung ist zum Beispiel Handling, Ansprechverhalten, Bremsen bergab, ABS-Regelverhalten bei holpriger und abschüssiger Straße, 2-Personen-Betrieb, das sind alles Dinge, die in den Alpen viel wichtiger sind als manche andere Punkte aus unserer 1000-Punkte-Wertung. Aufgrund dieser Punktewertung wird dann die Vorrunde entschieden, das heißt, da werden die Vorrundensieger entschieden und die 5 Sieger aus den Vorrunden, die treten dann im Finale gegen den Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr an. Okay. Entschuldigung, Peter, nur kurz, es hat jemand gefragt, warum die Alpen, was macht die Alpen so besonders? Du warst dieses Jahr leider nicht, natürlich, ganz klar, aber du warst dieses Jahr nicht dabei, du zum ersten Mal. Und jeder, der Motorrad fährt und jeder, der mit dem Motorrad schon in den Alpen war, weiß, das ist was anderes, wie was er ansonsten auf dem Motorrad erleben kann. Die Alpen, wir sagen immer, die komprimieren das Erlebnis Motorradfahren. Das heißt, man hat überhaupt keine Zeit, um sich auszuruhen. Man hat Kehren bergauf, bergab, man hat anspruchsvolle Straßenbelege mit Frostaufbrüchen zum Beispiel oder mit zum Teil Schotterabschnitten. Diese Bedingungen in den Alpen, die sind viel, viel fordernder wie im Flachland und dementsprechend intensiver spürt man auch ein Motorrad. Das ist ideal zum Testen, aber vor allem ideal, um das Erlebnis Motorradfahren auch wirklich zu erleben. Also das hat, ihr müsst es wissen als Alpenrepublikaner, das Fahren im Gebirge, würde, das ist einfach genial. Wäre einfach auch das Ambiente, das ist halt auch ein Wahnsinn. Genau. Wenn du da um die Kehren fährst und dann siehst du gegenüber den anderen Berggipfeln, das ist unvergleichlich. Sehr schön, ja. Manche Leute erleben das beim Wandern, manche beim Fahrradfahren, wir eben beim Motorradfahren. Richtig. Und insofern, halt. Das ist die Krönung des Jahres. Ich denke, für viele Leute, die in Urlaub fahren in die Alpen und für uns ist die Krönung des Jahres ganz klar. Die Alpenmasters-Veranstaltung. So, ja, und jetzt krümmen wir gemeinsam das beste Motorrad. Fangen wir an mit den Power Nakeds. Kategorie Nummer 1, die Power Nakeds. Die Protagonistinnen und Protagonisten. Honda CB1000R. Das Heft habe ich schon da. Also Honda CB1000R, Kawasaki C1000R Edition. Das heißt die leicht überarbeitete Version für 2018. MV Agusta Brutale 800R. Triumph Speed Triple RS. Das heißt, das sind 4 Motorräder, die neu, teilweise neu, komplett neu oder zumindest überarbeitet ins Modell 2018 gekommen sind. Und das sind die Protagonisten, die man da jetzt quasi auf den Berg hochgescheucht hat. Vielleicht schauen wir uns mal kurz die Preise an für Deutschland. Ich habe es, sie liegen einigermaßen vergleichbar beieinander. Aber zum Beispiel diese Z1000R, Faktenfalle, du weißt das eh sicher auswendig, und kostet knapp 14.000 in Deutschland. Deutschland 14.000 ungefähr. Ja, und so die Triumph kostet 15.800. Die MV sowas. Ist ein bisschen teurer, ein bisschen, die kostet 16.000. Die Speed Triple RS, die hatten wir also in der noblen Ausführung mit Öl ins Fahrwerk und allen Ausstattungsfeatures, die Triumph eben für das Speed Triple anbietet, kostet auch 16.000 €. Okay. Das sind die beiden hochpreisigen in diesem Segment. Und dann gab es ja ein sehr umfangreiches Testprozedere und die von euch diese Einzelvideos gesehen haben von uns, die haben das sicher schon mitverfolgt. Aber wenn man das jetzt verraten darf,
teilen sich hier zwei Motorräder den dritten Platz, der in diesem Fall halt leider auch gleichzeitig der letzte ist. Und diesen dritten Platz teilen sich diese Honda CB1000R und die MV Agusta Brutale 800RR. Und vielleicht fangen wir gleich an mit einem wirklich emotionalen Thema, auch mit einem Thema, was für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Honda CB1000R plus nur der dritte Platz in dieser Kategorie gegen Motorräder, die natürlich, die brauchen sie nicht verstecken, Speed Triple S oder Z1000R von Kawasaki. Peter, woran lag es dann, dass die Honda CB1000R als Neuerscheinung von Honda, vom größten Motorradhersteller der Welt, sich jetzt quasi nicht für die nächste Gruppe oder für die nächste Runde qualifiziert hat, wenn ich das so sagen darf? Die CB1000R Plus ist das Plusmodell mit Schaltassistent, die hat ja für relativ viel Gesprächsstoff gesorgt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten, vor allem nach unserem Top-Test, weil wir waren eigentlich eine der wenigen Zeitschriften, die neue CB1000R da kritisiert hat, dass untenrum der Motor nicht so leistungsfähig ist wie das Vorgängermodell, dass die Federung ein bisschen zu schwammig ist, speziell die Hinterradfederung. Das wurde von vielen anderen Magazinen und auch natürlich nicht vom Importeur so gesehen. Doch wir kamen zu dem Ergebnis und haben das auch in den Alben nochmal verifiziert. Das heißt, deswegen habe ich vorhin dieses Heft auch schon mal ganz nach oben gelegt. Wenn man hier das jetzt mal demonstrieren Prüfstand, möchte, der gnadenlose Prüfstand, muss ab und zu mal sein. Die Kamera auch, keine Sorge. Darf ich das mal tun? Ja. Das ist die Prüfstandskurve hier, oder? Ja, kannst du das größer zoomen? Ist das, da musst du jetzt aber ganz ruhig bleiben. Ja, die blaue Kurve ist die Prüfstand. Nein, das ist, Alter, Becker, da machen wir einen kompletten Plätzchen. Das sind ja die Retro-Fans. Ich habe meine Brille nicht. Ja, sorry. Aber wir wollten nur testen, ob die Zuschauer auch zuschauen. Ja? So. Also Ich übernehme kurz, dass ich auch einmal was sage. Ja, Entschuldigung. Nicht, ja. Dass, wer glaubt, ich kann nicht mehr reden. Das darfst du zeigen, du hast eine ruhige Hand. PS-mäßig 145 die Honda und alle anderen ziemlich gleich auf, die Triumph ist die stärkste mit 150, die Kawa hat 142 und die MV Agusta 140. Also alles gleich eigentlich, Peter. Ja, genau. So, die MV Agusta reißt ein bisschen aus mit nur 798 Kubik, die anderen haben alle knapp 1000. Genau. 1050 die Triumph, hat sie. Aber wiederum aus einem Dreizylinder, die stärkste ist eigentlich die Triumph, muss man sagen, mit 150. Ne? Ja, so ist es. Und gerade wenn wir jetzt mal noch zurückkommen, jetzt ist die richtige... Das richtige Diagramm, das ist die blaue Linie, das ist die Linie der Honda und man sieht da gerade speziell im Drehmomentbereich, da liegt sie doch ein bisschen unterhalb der Kawasaki und der Triumph und das ist für uns auch schon ein Beweis, dass wir wahrscheinlich mit unserer, oder dass wir sicherlich mit unserer Bewertung da nicht ganz falsch gelegen haben. Es ist natürlich kein großer Kritikpunkt. Also es ist nicht so, dass die CB1000 da wirklich lahm aus den Kurven kommt, aber eben diesen Druck, den die Kawa hat, oder denn speziell die Triumph Speed Triple hat, den hat sie eben nicht. Und auch was die Federung anbetrifft hinten, es ist ein kleines bisschen gautschig, also wir sind sie gefahren mit komplett zugedrehter Zugdämpfung, so um die Hinterhand einigermaßen gut unter Kontrolle zu halten. Und das sind halt so kleine Nuancen, die in so einem engen Feld, muss man auch dazu sagen, natürlich schon zu Buche schlagen. Okay, das ist natürlich wichtig, Peter, weil viele Leute... Jetzt kommt ein Test raus und dann steht Ihr Motorrad, das Sie mit hart verdientem Geld gekauft haben, steht da jetzt relativ weit hinten in der Wertung und denken Sie, es kann doch nicht sein, das Motorrad fährt doch sagenhaft. Ist so. Und ich muss gestehen, Peter, wie ich jetzt gefahren bin bei den Tests hier auf den geschwungenen weiten Kurven, mir wäre das nicht aufgefallen, dass da irgendwie ein Loch wäre. Nur natürlich, wenn ihr testet auf 2000 Meter oben aus engen Spitzkernen und dann aus dem zweiten Gang raus beschleunigt, dann offenbart das halt schonungslos etwas, was man bei 120 km/h dritter Gang Kurven halt nicht merkt. Ja, so ist es halt. Und man muss auch dazu sagen, du warst allein unterwegs, also du hast jetzt keinen direkten Vergleich. Ja. Und wir haben ja eben den Vorteil, dass wir wirklich von Sattel zu Sattel hüpfen können, von Motorrad zu Motorrad. Und da merkt man eben doch diese Unterschiede, selbst wenn sie auch nur Nuancen betragen. Und das ist letztendlich auch der große Vorteil eines Motorradtesters, dass er eben diesen Wechsel von Marke bzw. von Motorrad zu Motorrad machen kann und dann vielleicht auch ein bisschen detailliertere Aussagen treffen kann, die du jetzt im Ein-Mann-Betrieb, wenn ich so mal sagen darf, gar nicht unbedingt merken würdest. Ja. Und dann auch noch zur Beruhigung, wenn irgendjemand jetzt eine gekauft hat und so glücklich ist, sei weiter glücklich. Und natürlich, wenn man jetzt, man kann sich ja darüber, vor allem mit dem Schaltassistent in der Plus-Version, kann man sich ja darüber hinwegretten, indem man einfach sagt, okay, ich schalte einfach in den ersten runter. Aber Test ist Test und Fakt ist Fakt. Und wer gerne auf so Testergebnisse Wert legt, der hat halt gnadenlos schwarz auf weiß,
die Ergebnisse der, was war das, eine Durchzugsmessung. Und die Durchzugsmessung ist halt einmal gnadenlos bergauf mit Sozius, zweiter Gang, 25 bis 75 km/h. Da haben wir Kawasaki Z1000R Edition, 4,8 Sekunden, Triumph Speed Triple S, 4,2 Sekunden. MV Agusta Brutale 800, Faktenfolie, 6,4 Sekunden, wie du richtig erkannt hast, aber mit weniger Drehmoment, mit weniger Hubraum. Und jetzt sortiert sich halt die Honda CB1000R mit 6,2 Sekunden eigentlich doch deutlich unter den anderen 1000ern. Mhm. Und 6,2 zu 4,2 sind 2 Sekunden langsamer aus den Kehren raus. Mhm. Also ich weiß nicht, da kann man eigentlich jetzt nicht sagen, ihr habt schlecht getestet, oder? So ist es. Diese Messungen, die machen wir ja ganz bewusst, das heißt 25 bis 75 km/h im zweiten Gang. Das heißt, wir simulieren praktisch die Beschleunigungsphase aus einer Kehre heraus. Und da spürt man dann natürlich schon ganz genau, wenn da so eine Maschine wie die Honda CB1000 zwei Sekunden länger braucht, mhm, wie die Konkurrenz, dann fühlt sich das eben nicht so schnittig, nicht so kraftvoll an, eben wie jetzt bei einer Kawasaki oder wie bei der Triumph Cruise Triple. Und das ist jetzt nicht unbedingt essentiell, damit kann man genauso mit leben und hat sicherlich auch genauso viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Aber es sind halt messbare Unterschiede, die wir dann mit unseren Aussagen unterlegen. Wie mit der Lösung des Problems, Plus-Version kaufen, Schaltassistent genießen, erste rein, voll rauspfeffern. So kann man sagen. So macht man das dann. So passt das. Und dann sagt natürlich harte Worte, ich finde die Testerei vom Motorrad völlig überzogen, das ist doch nur Testen für den Stammtisch. Das Schöne ist, wahrscheinlich, das kann ja jeder für sich selbst bewerten. Wenn jemand jetzt sagt, das ist für mich nicht relevant, dann kann er sich einfach an den schönen Bildern erfreuen und kann sich dann erfreuen an den Messwerten zum Verbrauch oder ich weiß nicht, was für ihn relevant ist. Er kann sich jedes Kriterium heraussuchen, ob das für ihn von Belang ist oder nicht. Das betrifft ja nicht nur unsere Alpenmasterwertung. Das sind die Kriterien, Entschuldigung, vielleicht halte ich das kurz in die Kamera. Das sind die Kriterien vom Test. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, dieser Durchzug ist jetzt für mich nicht relevant, es ist eher alles viel zu stark und viel zu schnell, aber ich lege halt viel Wert auf Komfort, dann muss er halt im Prinzip sein Taschenrechner anwerfen und muss sich das halt für sich selbst zusammenrechnen. So ist es. Also wir wollen kein Motorrad verdammen. Wir charakterisieren letztendlich die Motorräder, sagen, was Sache ist. Und dann kann sich jeder immer noch selber überlegen, welche persönlichen Schlüsse er daraus zieht. Sie spielen ja für einen normalen Motorradfahrer, spielen ja viele andere Dinge auch noch mit. Wo ist der nächste Händler? Bin ich mit dem Händler befreundet? Kenne ich einen guten Händler? Das kann wichtiger sein wie eine halbe Sekunde Durchzug. Mhm. Und insofern, unsere Aufgabe sehen wir darin, den Lesern einfach darzulegen, wie fährt sich so ein Motorrad, wie fährt sich dieses betreffende Modell. Und dann kann er selbst entscheiden, ob diese Kriterien, die wir anlegen, für ihn wichtig sind. Okay. Ja, vielleicht schauen wir uns noch an, Testsieger. Testsieger jetzt in dieser Gruppe der Power Nickels, doch mit einem respektablen Vorsprung. Und Faktenfalle, vielleicht, wenn du dich da kurz einbringst, Triumph Speed Triple S, ich weiß nicht, wie es du siehst, so eine ganz spektakuläre Neuheit ist es nicht, sie ist uns jetzt zwar spektakuläre Neuheit verkauft worden für heuer von Triumph, aber trotzdem richtig gut. Wie empfindest du das, dass jetzt dieses Motorrad so als Neuheit hier offensichtlich nicht so neu ist, aber trotzdem so gut funktioniert? Wie geht es damit, das Speed Triple S? Na, ich muss sagen, dass Elektronikpaket ist halt Vollgas aufgerüstet worden. Da ist jetzt alles drinnen, was ein modernes Motorrad haben muss. Und diese Leistungssteigerung, da muss ich schon sagen, ich meine, es ist der gleiche Motor, es ist der 1050er nach wie vor. Und ich glaube, gemerkt zu haben, dass diese Spitzenleistung schon durch einen sehr räudigen Charakter geschafft wurde. Also es ist jetzt kein smoothes Triebwerk, meiner Meinung nach. Aber mag auch am Sound liegen, der eben extrem arg kernig und räudig klingt. Das macht sie aber wiederum natürlich sehr interessant für jemanden, der Sport mag. Also ich glaube nicht, dass sich die Speed Triple RS für jemanden eignet, der schön gemütlich und ruhig durch die Gegend fahren will. Das geht nicht. Dafür ist es auch eine RS-Version, was sehr sportlich ist. Öl ins vorne hinten. Und okay, das spielt in den Alpen wahrscheinlich jetzt nicht die Hauptrolle, aber sie hat bei euch halt trotzdem gewonnen, weil das Gesamtpaket, glaube ich, auch in den Alpen, vor allem Tester,
können, glaube ich, nicht unbedingt unsportlich fahren. Ne? Ja, also, wieso hat sie gewonnen? Wir fahren natürlich gern schnell, das ist ganz klar. Genau. Wurscht, wo fahren Rahmen. Halt Leute, die es testen, schon gern alles aus, und, was möglich ist. Und ne? Eine RS muss man eigentlich auch zügig fahren, das ist, liegt in der Natur der Sache. Wenn, es kauft sich niemand ein Öl ins Fahrwerk. Glaube ich immer. Und, und praktisch die letzte Ausbaustufe. Und legt dann Wert auf den smoothen Charakter. So ist. Ja, aber es ist auch wieder, wir haben es vorhin angesprochen, das Thema Erlebnis. Motorradfahren in den Alpen, das trägt natürlich auch dazu bei. Das ist auch eine Art Erlebnis, so ein fordernder Charakter, den die Triumph, die Speed Triple hat. Sie animiert, die fordert natürlich auch heraus, ein bisschen schneller zu fahren, wie man vielleicht sollte. Aber wie ist jetzt auch gefragt hat, warum hat es jetzt gewonnen? Gibt es einen Punkt, den du jetzt nennen kannst? Weil sie ja wirklich also, jetzt nicht unbedingt neu erfunden wurde. Ne? Ja, also das ist nach wie vor die alte. Das stimmt. Aber das Motorrad ist, es ist ein komplettes Motorrad. Und wie bei allen Triumphs mit diesem Dreizylindermotor, der charakterisiert das Motorrad. Die Gasannahme ist mittlerweile bei allen Triumph-Dreizylindern wirklich exzellent gelöst. Das heißt, gerade das Anlegen vom Gas in Kurven, da ruckelt nichts, da kann man sauber die Linie beibehalten. Es funktioniert eigentlich alles, was man braucht für so ein sportlich orientiertes Motorrad. Öl ins Fahrwerk ist über alle Zweifel erhaben. Natürlich jetzt nicht die Komfortsänfte, aber ganz tolle Straßenlage, eine sensible Federung und natürlich auch schönen Drehmoment aus dem Drehzahlkeller raus. Und das summiert sich letztendlich, denke ich mal, zum Motorrad, mit dem man einfach gern mal ein bisschen Kurven räubert. Und was uns natürlich jetzt auch ein bisschen gewundert hat, dass so ein, Entschuldigung, alter Krapfen wie eine Z1000R halt mit dem Öl ins Federbein hinten so weit vorne unter Anführungszeichen. Hallo, alter Krapfen. Es ist auch die Speed Triple. Du darfst nicht vergessen, im Prinzip ist die Speed Triple auch alt. Es ist die Z1000R einigermaßen alt von der Basis. Aber das Zeug ist halt einfach gut. Es ist einfach immer punktgenau. Ja, aber die Triumph wurde jetzt schon stark überarbeitet und die Cava, erst, ich meine, der Motor, ja, das ganze Konzept ist schon richtig alt, aber wie man sieht bei euch, zweiter Platz, funktioniert. Das ist alles noch gut. Ne? Genau, Kawasaki konfiguriert eben die Technik, die zur Verfügung steht, konfigurieren die gut. Und das ist auch ein unkompliziertes Motorrad, leicht zu fahren, da kann man schön schnell mitfahren, ohne, wie gesagt, sich besonders anstrengen zu müssen. Es ist nicht ganz so fordernd eben wie die Triumph, aber wie wir schon gesagt haben, dieser bissige Charakter, das ist natürlich auch ein Element des Erlebnisses Motorradfahren. Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir, die Helferlein, die alle anderen haben, hat die Cava halt nicht. So, es ist ein ABS dabei, ein normales ABS, das nicht einmal abgeschalten werden kann und sonst genau nichts. Ja, das ist halt keine Modi, kein Kurven-ABS, nichts. Das ist die Frage, die wir vorhin eigentlich auch bei der CB1000 so gehabt haben. Wie viel Wert legt man jetzt zum Beispiel auf eine Traktionskontrolle? Will man die haben? Muss man die haben, wenn man vernünftig fährt? Und das habt ihr in dem Fall aber nicht bewertet. Ne? Also das wir haben die Anwesenheit von Assistenzsystemen werden bewertet. Ah, schon. Das heißt, in dem Moment, wo sie keine hat, hat sie schon ein paar Punkte weniger. Okay, ganz klar. Genau, weil letztendlich und trotzdem zweiter. Ist es sehr schön. So ist. Und letztendlich ist natürlich auch so ein Assistenzsystem, gerade in der Traktionskontrolle im Gebirge, schon ein Sicherheitsfeature. Man fährt aus der Kurve raus und auf einmal läuft Schmelzwasser über die Straße. Wenn man da zu hart am Gas bleibt, dann kann es schon mal durchdrehen. Insofern schaden kann es nichts. Genau. So, was mich jetzt noch interessiert, vielleicht wenn wir von den Zuschauern auch einen wichtigen Input brauchen. Diese Honda CB1000R ist jetzt hier in der Kategorie der Naked Bikes drin. Frage an euch, ist es überhaupt die richtige Kategorie? Hätte nicht eigentlich zu die Modern Classics reingehört? Das ist eine wichtige Frage. Hm. Und Frage an euch, war das eine Diskussion oder war das einfach von den Fahrleistungen, von den Fahrdaten her klar, dass die sicher zu den Naked Bikes Also für uns war es klipp und klar, dass sie zu den Power Nakeds, weil allein schon der Name ist Programm, es ist ein starkes Motorrad. Und wenn man jetzt das Feld der Power Nakeds anschaut, da ist das modernste Motorrad, die Z900 RS. Und da würde ich mal jetzt nicht die CB1000 reinstecken. Also innerhalb von unserer Redaktion war das eigentlich keine Frage. Da bin ich gespannt, ob es die Zuseher genauso sehen. Und dann, finde ich auch, es ist ein schöner Abschluss dieser Power-Naked-Wertung. Also wir nehmen jetzt mit den Sieger oder die Siegerin aus dieser Power-Naked-Wertung, diese Triumph Speed Triple S, und schauen, wie sich die jetzt quasi dann am Ende im Finale gegen die anderen Bikes wehrt. Vorher war noch eine Frage zum Gewicht. Das ist ja auch etwas, Peter, was man herausstreichen muss. Es ist ja, glaube ich, den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Aber wenn ihr Gewichtsangaben druckt, die werden gemessen.
Also wir haben dort eine Waage vor Ort. Die werden gemessen, wir hatten das Bild im Heft, du hast gefilmt. Genau. Also wir nehmen unsere Waage mit und wiegen alle Motorräder im vollgetankten Zustand. Ist ja gerade in den Alpen noch ein gewichtigeres Argument, im wahrsten Sinne des Wortes, als im Flachland. Also viel Gewicht in den Alpen ist nie gut. Und insofern ist das ein wichtiges Argument. Wie viel ist das mehr als die Werksangabe? Gibt es da einen Aufschlag? Da muss man sagen, es war schon schlimmer. Okay, also gut. In den letzten Jahren nähern sich die Werksangaben doch den realen. Da bin ich froh. Irgendwann, wenn es dann gleich sind, brauchen wir kein schlechtes Gewissen mehr, weil wir geben immer nur Werksangaben ab, wir messen nie und denken immer, Scheiße, es kommt drauf, man muss berücksichtigen, oft werden die Werksangaben anders angegeben, das heißt mit einem Tank, der zu 90% nur gefüllt ist. Anders angegeben? Oder manchmal sogar ganz trocken oder fahrbereit. Fahrfertig, das ist dann ohne oder so anhalten, ein Badezimmerwaage und so ein bisschen anhalten beim Abstecken. Aber nichts zu meinen, aber man muss zur Ehre der Motorradindustrie sagen, die sind mittlerweile schon ganz schön ehrlich. Natürlich auch, weil Kontrolldruck da ist. Ja. Bei den Power Nakeds war jetzt in dem Fall eigentlich auch wieder die MV Agusta ein bisschen Ausreißer, oder? Die hat schon viel weniger, oder? Ja, die hat schon weniger. Kilo. Sie hat vor allem natürlich weniger Hubraum in dem Quartett. Aber man muss schon sagen, wir haben einen relativ guten Kontakt zu MV Agusta, also speziell seit der Dauertest, der Turismo Veloce, so ungünstig, darf ich mal sagen, ausgefallen ist, hat zur Bestandsaufnahme uns MV Agusta vom Werk mit dem Chefkonstrukteur Brian Gillen besucht. Und die wissen schon ganz genau, was sie an ihren Motorrädern verbessern müssen. Also da herrscht keine Ignoranz vor, sondern die versuchen da wirklich in die richtige Richtung zu arbeiten. Mhm. Und man hat auch den Eindruck, dass mit jeder Modellüberarbeitung da wirklich ein Schritt nach vorne gemacht wird. Aber in dem Kreis ist es natürlich so, mit diesen wirklich geschliffenen... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, Peter, du hast positives Feedback bekommen. So muss ich halt gewöhnen, es weht ein rauer Wind in Österreich. Der Opa hat es drauf, ich habe gedacht, er fährt nur Cityroller. Also sie ist positiv, Peter. Okay? Was, wo ich? Der Opa hat es drauf, ich habe gedacht, er fährt nur Cityroller. Also, der Opa? Der Opa hat es drauf, aber er ist positiv. Er sagt, du hast es drauf. Also bist du aber weit noch nicht Opa. Also, ich bin noch weit noch nicht Opa, ich fühle mich auch gar nicht so. Ich fühle mich auch gar nicht so alt, als ich glaube. Außerdem, sag mal, du bist ja Rennen gefahren. Ne? Das war schon ganz schön lange her. Was ist denn dein größter Erfolg, dass man dann uns am Tisch hier klarstellen, bevor man hier beim Thema Opa abgestempelt wird. Also ich war immerhin mal ein Motocross-WM-Fahrer, zweimal Zehnter und auch also ansonsten, ja. Wer waren deine Gegner? Aber da will ich erzählen. Du, vielleicht sieht man das jetzt an, ich hatte einen schweren Stand. Also zu der Zeit, zu der ich gefahren bin in den 80er Jahren, da war also wirklich die Cracks am Start, die man so im Offroad-Bereich, Hakan Karlqvist, André Malher, Erik Gebuhrs, also alles war da, was Rang und Namen hatte zu jener Zeit in der 500er Grand Prix. 500er? Burschen, Opa will nicht mehr lesen, 500er. Ja, also 502, da fand sich das besser genau. Als wir alle. Gut, Alpenpass ist jetzt beendet. Aber wie gesagt, ist schon eine Weile her. Jetzt sprechen wir zweiter Motocross. Alpenpass, das ist jetzt aus. Das ist auch viel interessant, oder nicht? Hast du in letzter Zeit wieder mal so eine Zweitakt-Motocross ausgraben? Oder hast du noch was? Schon lange nicht. Ich war früher gezwungenermaßen Zweitaktfahrer, weil es halt nichts anderes Vernünftiges gab. Aber seit ich meine 450er Yamaha habe, und die habe ich schon ziemlich lange, fahre ich eigentlich nichts mehr anderes als ein Viertakter. Das ist einfach Offroad. Hast du noch Albträume manchmal von den Zweitaktern? Albträume nicht, aber einige Narben. Also Kinder, seid froh, dass Viertakter gibt. Sehr gut. Also okay, dann passt, haben wir alles im Griff. Also wir nehmen jetzt mit die Speed Triple S als Sieger dieser Klasse der Power Nakeds und gehen jetzt weiter zu den Tourern. Und da müssen wir gleich vielleicht ein Thema mal ansprechen. Es fehlt hier eine Kategorie, Peter. Es fehlt eine Kategorie, nämlich die der Supersportler. Ja. Was ist da vor? Kann er mir mit den Supersportlern werden? Es ist ganz einfach. Wie gesagt, wir schauen uns ja am Anfang des Jahres an, welche Neuerscheinungen wird es geben oder gibt es für das betreffende Jahr. Und da war diesem Jahr jetzt mit den Supersportlern, da war ja nicht allzu viel Neues geboten. Die Yamaha DR1, die gibt es ja schon ein Jahr länger. Die Fireblade von Honda gibt es schon ein Jahr länger. Also das heißt, es sind keine neuen Motorräder für dieses Jahr. Okay. Und das war ein Aspekt.
Und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass wir doch in der Vergangenheit relativ viel Kritik auch bekommen haben mit Supersportlern in den Alpen, die zu testen, weil die werden normalerweise, wenn sie nicht auf der Landstraße getestet werden, auf der Rennstrecke getestet. Und da gab es doch schon manche kritische Stimmen, hatten aber dieses Jahr, wie gesagt, keinen großen Einfluss, weil es eben einfach diese neuen Modelle nicht gab. Das kann ich so nicht stehen lassen. Da will ich jetzt sofort, dass da mindestens 10 Leute aufzeigen, wer von euch hat Freude, wenn er oder sie mit dem Supersportler in den Bergen fährt. Also ich selber habe jetzt ein Fireblade daheim und ich fahre gern damit in den Bergen. Es ist ein schönes Motorradfahren, einfach weil es präzise und perfekt ist. Aber ich wähle natürlich die Straßen aus, dass das Asphalt auch gut ist. Ich würde sofort ein paar Fans von Supersportler in den Bergen haben. Und tröstende Worte natürlich schon. Sollte jetzt ein Neuheitenreigen sich einstellen für 2019, Peter, dann wird diese Kategorie Tour quasi möglicherweise zur Diskussion gestellt, dann kommt eine Kategorie Sport. Natürlich, dazu. Diese Kategorien sind nicht in Stein gemeißelt, okay, ja, sondern wir orientieren uns mit den Kategorien an den neuen Modellen, die auf den Markt kommen und ordnen die in die betreffenden Kategorien ein. Das heißt, wenn jetzt nächstes Jahr 3 neue Sportler zur Wahl stehen, dann werden wir auch wieder eine Supersportler-Kategorie einführen. Jetzt kann ich da gleich, aber 2 Dinge müssen wir jetzt schon beantworten. Eine Sache haben wir eigentlich schon, aber zur Sicherheit, Patrick Rudek, was kann das für ein Ranking sein, als eine Speed Triple S besser als eine Super Duke Aeris? Also eines würde ich mal gar nicht so hundertprozentig beantworten, ob das nicht tatsächlich so ist, dass in den Alpen eine Speed Triple S besser als eine Super Duke Air funktioniert. Das kann ich, würde jetzt gar nicht so, also da sind wir ganz sicher. Auszuschließen aber ist es nicht. Ja. Darf ich dazu sagen, der Patrick hat aber vielleicht vorhin, der hat sich vielleicht ein bisschen zu spät eingeschaltet, weil wir haben ja am Anfang erklärt, dass das Konzept des Alpenmasters sich ausschließlich an neuen Motorrädern orientiert. Das heißt, die Super Duke Air, die ist dieses Jahr nicht neu und die Tourno von Aprilia genauso. Die waren halt letztes Jahr. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also das ist ganz klar. Immer die neuen Motorräder sind dabei und die alten, die müssen warten, bis sie überarbeitet werden. Und dann hat Wildcat geschrieben, die Panigale V4 ist neu. Hast du recht, aber es ist leider die einzige große Neuheit. Es könnte sein, tatsächlich für nächstes Jahr, sieht so aus, als würden einige Supersportler neu kommen. Also möglicherweise haben wir nächstes Jahr tatsächlich einen Supersporttest wieder in den Bergen. Das ist natürlich herausfordernd, aber wenn die Strecken möglicherweise etwas weitere Rade noch haben, guten Asphalt haben, könnte es da Überraschungen geben. Also es ist auch so, wir wechseln ja von Jahr zu Jahr die Location. Das heißt, wir waren dieses Jahr rund um den Galibier Alpe d'Huez in den französischen Alpen. Wie gesagt, du hast uns ja schön begleitet. Ja. Wir waren auch schon vergangenes Jahr im Stilfser Joch, davor waren wir in den Dolomiten. Das heißt, auch da die Location, die wählen wir auch aus nach den Motorrädern, die wir mitnehmen, dass die möglichst passend ist. Okay, so jetzt suche ich mir da das Heft mit den Tourern. Ich glaube, das ist das da, oder? Ja, das ist das Touring. Gewesen, ja. So, ich zähle mal kurz auf, welche Tourer waren mit am Start, weil wir von der Kategorie Tour jetzt sprechen. Also welcher Tourer hat es hinaufgeschafft ins Finale? Aha. Also wir haben mit dabei gehabt die Kawasaki Ninja H2 SX SE. Wir haben mit gehabt, was war das? Harley Rotkleid? Ich glaube, ich kann es vom Bild aus erkennen. Eine Harley Rotkleid. Fakten vor allem, du erkennst das sicher. Was ist das für eine Harley? Ja, mit den 2 Scheinwerfern Rotkleid. Okay, die Rotkleid. Ja. Die Goldwing mit DCT-Getriebe und die K1600B. BMW K1600B. Ja. Peter, natürlich sofort. Wenn man jetzt schon ein das Bild hier in die Kamera hält, halt mal kurz her. Also es ist eine sehr illustre Runde. Nennen wir es Potpourri. Habt ihr nichts getrunken gehabt, bis ihr es zusammengestellt habt? Was nein, so? Nein, da hast du recht. Und da muss ich auch, da darf ich auch gern zugeben, das war das einzige Motorrad im ganzen Alpenmaster, wo wir Schwierigkeiten hatten, wie wir das einordnen sollen. Weil wir hatten an neuen Touren eben, diesen Big Bikes, die du gerade schon erwähnt hast, hatten wir eigentlich nur 3 neue. Und jetzt haben wir überlegt, welche tun wir da dazu, welches Motorrad ist neu. Das war die Ninja H2 SX. Und da haben wir es mit, sage ich mal, etwas schlechtem Gewissen, haben wir sie dann in diese Touring-Gruppe, weil letztendlich ist sie ein Sporttourer, also das Wort Touring berücksichtigt die Ninja schon. Okay. Und deswegen haben wir sie eigentlich in diese Gruppe auch reingetan. Und wir hatten ein schlechtes Gewissen, vor allem aus dem Grund, weil letztendlich wir davon ausgegangen sind, dass die wahrscheinlich auch diesen Dickschiffen da ziemlich schnell und ziemlich klar den Rang ablaufen wird. Okay, dann sage ich aber gleich einmal zum Regieassistenten da drüben, Kawasaki H2 SX Tour, über die werden wir jetzt sprechen, spiel mal ein paar Videofiles ein zur H2 SX, ja, du, oder ich rede von dir,
die H2SX. Du bist davon ausgegangen, oder ist jetzt davon ausgegangen, in der Vorbereitung, dass die das komplett platt machen wird, das Feld, oder ja, wie? Ja, also letztendlich, und da, das ist ja jetzt kein Insiderwissen. Man geht, wir haben kein Videomaterial, hört gerade. Fotos. Das habe ich mich selber in den Nessel gesetzt, ich bin ja, jetzt spät gekommen. Oh, super. Das ist halt doch kein Profiladen. Das ich, ja, vor allem, ich bin kein Profi. Jetzt habe ich ihm gerade die Wange für ihre Gerichte, weil ich der Haberer, der jetzt spät gekommen ist. Ah, das ist echt bitter gewesen. Ist ja ah, wurscht, nee. Aber ist das jetzt echt live, oder können ja, wir das rausschneiden? Das ist eine peinliche Nummer jetzt gerade. Okay. Ihr habt alles nichts gehört, also es ist selbstverständlich eher da drüben schuld und nicht ich, dass wir kein Videomaterial von der H2SX haben. Entschuldigung Peter, das war jetzt ein bisschen eine peinliche Nummer. Aber sie hat dann doch nicht zugeglänzt, oder? Sie hat geglänzt in den Disziplinen, für die sie auch gebaut ist. Das heißt, sie hatten, wenn man hier jetzt mal die anderen drei Motorräder anschaut, da haben wir ein Gewicht von Minimum, wenn ich es hier ablesen darf, mit 350 Kilo aufwärts. Und da ist die Ninja mit 272 eigentlich schon fast ein Leichtgewicht. Leichtgewicht. Im Vergleich, genau. Und da hat sie, besseres Handling natürlich, sie hatten ein präziseres Lenkverhalten durch diese Sitzposition, die ein bisschen nach vorne orientiert. Das ist ja ein sportlich orientierter Tourer. Und hat insgesamt natürlich umgänglichere Dimensionen. Aber was uns dann doch erstaunt hat, war, dass die BMW, und da möchte ich eigentlich nicht das hohe Lied von BMW schon wieder anstimmen, die hat uns wirklich in diesem Big Bike-Kreis total erstaunt. Also allein dieser Sechszylindermotor, der ist nach wie vor ein Erlebnis. Die Bagger, die basiert ja auf der K1600 GT. Und da muss man schon sagen, dieser Motor, der ist echt eine Wucht. Nicht nur von der Leistung an sich, sondern von der Spitzenleistung, die wir hier ja ohnehin nicht so stark bewerten, aber von dieser Leistungsentfaltung. Das ist unglaublich. Also da hat man ab Standgas oder gefühlt sogar noch unterhalb von Standgas, kann man da beschleunigen. Falls es wer nicht weiß, Boxer. Ah nein, rein Sechszylinder. Goldwing genau. Hat dann den Boxer Sechszylinder, aber die BMW ganz flach eingebaut. 160 PS, ja. Okay, aber 175 Newtonmeter Drehmoment. Ja, und das merkst du, wie gesagt, das ist Abstandgas. Ich kann mich erinnern, ich war bei der Präsentation der GT oder GTL hier. Da waren wir zusammen Motorraum, übrigens. Und da hat dann der eine 2-Euro-Münze auf den hinteren, aufs Topcase, also es muss die GTL gewesen sein, aufs Topcase gestellt, aber so, dass die Münze stehend ist, ja. Und hat dann den Motor ein bisschen in die Höhe getrieben und die Münze ist stehen geblieben. Ja. Also so. Mit Klebstoff oder ohne? Ich glaube ohne, weil ich habe es dann weggenommen, weil ich bin ja der Einzige, der Geld braucht, und ich habe es dann geflattert, die 2 Euro Münze. Aber so seidig dieser Motor, Wahnsinn. Also wirklich ein gutes Triebwerk. Ne? Ja. Nils, wir sind ja auch die Bagger, also die K1600B bei Wunderlich gefahren, ja. War ja auch restlos begeistert. War man begeistert, man unterschätzt sie halt insofern, weil sie halt richtig voluminös aussieht und sie punktet halt, wenn man sich jetzt die Punktewertung ansieht, da ist dann schon leimend, wenn man sieht, sie punktet halt auch mit so ganz pragmatischen Tugenden auch, Sitzkomfort, Wind- und Wetterschutz, das sind halt alles Dinge, die halt richtig gut funktionieren und da kann sie dann halt auch so ein scheinbar überlegenes Fahrzeug wie die SX SE Tourer von Kawasaki dann schlagen, weil sie halt einfach den besseren Wind- und Wetterschutz hat und weil sie halt einfach mehr Sitzkomfort bietet. Ja, also wir waren selbst überrascht, muss man wirklich, wirklich so klipp und klar sagen. Und es ist ein tolles Motorrad. Also gerade dieser Motor, der ist eigentlich letztendlich das große Pfund, das die K1600 in der Hand hat. Und es ist ein irrliches Erlebnis. Allein auch dieser Schaltassistent, man schaltet nahtlos hoch und runter. Das ist fast wie eine Automatik. Okay. Passt eh alles. Und vom Gewicht her, Entschuldigung, ist sie eher zwischen den Extremen in dieser Kategorie? Da muss ich mal kurz, die hat 50 Kilo. Sie also ich eher weiß, laut Werk 336 hat sie 350 gemessen. Genau. Aber die Harley und die Goldwing, die sind ja an den 400 Kilo. Genau, die Harley ist 390 Kilo. Und also das sind nochmal ein paar Kilo drauf. 50 Kilo in etwa und das ist schon heftig. Und aber die Kava, was habt ihr gemessen? 272. Okay, also 260 gibt es, glaube ich, Kava. Aber warte, jetzt kommt was, da muss ich sofort reingritschen. Patrick Serster schreibt, die meisten Bikes kann sich keiner lassen aus diesem Test. Pass nur auf, es kommt nachher noch die mit Nakeds, wollen wir nicht vorgreifen, aber da ist ein Motorrad mit sehr interessanten Preisen, die lassen, richtig gut gepunktet haben und die dann auch im Finale noch ein schönes Standing gehabt haben. Also keine Sorge, jetzt sind natürlich die fetten Brummer, kosten Schweinegeld. Aber fette Brummer, schauen wir uns den Motor mal im Vergleich an. Ich habe da euren Prüfstandsdiagramm. Auch das ist auch
nichts jetzt irgendwie Marketing, blablabla. Diese Prüfstandswerte werden bei euch in eurem Prüfstand, das ist immer der gleiche Prüfstand. Richtig, deiner Chat. Immer der gleiche Prüfstand. Gleiche Rahmenbedingungen für alle Motorräder. Auch diesen Aufwand tut sich fast kein Magazin mehr an. Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum wird schwer. International gibt es noch andere Magazine, die das teilweise auch machen. Aber im deutschsprachigen Raum wird die Luft sehr dünn, dieser Aufwand. Und da ist jetzt interessant. Die Ninja, diese Kawasaki H2SX Tourer hat halt oben ein Mörderplateau. Was aber natürlich in den Alpen jetzt nicht unbedingt so den ganz großen Benefit bringt, dass man jetzt da bei Tempo 200 nochmal ordentlich nachlegen kann. Aber was richtig beachtlich ist, ist die BMW K1600B, was die für einen richtig fülligen Drehmomentverlauf hat. So einen ganz einen üppigen Buckel da in diesem mittleren Drehzahlbereich. Und diese Power, dieser Buckel oben raus von der Ninja, das ist sicherlich ein Mörderkracher auf der Autobahn, wenn man bei 200 am Porsche vorbeijagen will, aber aus den Spitzkern raus. Ist dieses Sechszylinder von der BMW halt laut Prüfstandsdiagramm eine gute Geschichte, oder? Das ist so ähnlich, wie wir vorhin gesagt haben, bei der CB1000R. Die Leistungskurven auf dem Prüfstand, die wir ermitteln, die sind zum großen Teil wirklich auch in der Praxis spürbar und das hat die Sechszylinder BMW jetzt auch hier wieder bewiesen. Ja. Du, Entschuldigung, dass dann die Goldwing nur dritte wurde, hinter erste halt die Bayerische und die zweite die Cava. Ja. Entschuldigung, Drehmoment auch. Echt massig, 160 natürlich. Bei 4.500 Touren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber eher, weil ihr vom Motorrad das DCT-Getriebe nicht mögt, oder? Eigentlich nicht. Also nicht so wie der Nils. Hallo, ja, da kommen wir zu dem Streitgespräch, kommen wir nachher noch. Okay. Nee, also ich würde einfach sagen, dass die Goldwing da noch einen Platz weiter hinten ist. Das hat einfach den Grund, dass die Goldwing auch das massigste Gefühl hier verbreitet. Also das ist schon ein schweres Motorrad. Die will viel sportlicher sein als die alte, ne? Sie ist wahrscheinlich auch sportlicher, okay. Aber du musst natürlich die Relationen sehen. Und mit 400 Kilo, da ist natürlich die Sportlichkeit schon begrenzt. Und das Motorrad fühlt sich schwerer an, wie die BMW. Also man spürt einfach diese Dimensionen. Und das war eigentlich letztendlich der ausschlaggebende Faktor, warum wir entschieden haben und auch punktemäßig die Tabelle so entschieden hat, dass die Goldwing eine Stufe hinter der Kawasaki ist. Ja, okay. Ich muss aber gestehen, Fali, bitte neu, du bist das ja gefahren in Texas. Ja, ja. Ich bin es gefahren in den Bergen, wie wir am Galibier waren. Und ich muss gestehen, Peter, ich bin mal über das alles bewusst, Testergebnisse und passt. Ich habe trotzdem die Goldwing irrsinnig leiwand gefunden und war damit super happy und ist für mich das leiwandste Motorrad gewesen. Aber dann ein ganz entscheidendes Kriterium war dann komischerweise in diesem Test mit unserem Video-Equipment, da passt fast nichts rein. Es ist wirklich komisch gewesen, wenn es dann in die K1600B hast. Es ist tatsächlich dieses Gepäcksystem ein kleiner Punkt eigentlich nur hier. Aber wenn ich jetzt so eine richtig geile Tourenmaschine wie die Goldwing habe, die ich jetzt für mich persönlich gesagt habe, das ist meine Maschine, die taugt mir richtig schwer. Ich sage, es ist mir jetzt doch ein bisschen zu wenig. Die ganze Video-Equipment, wir haben das nicht reingebracht, obwohl es so ein richtig fettes Motorrad war. Wie ging es euch da? Wir selber haben ja gar nicht so viel Material dabei beim Testen, weil wir fahren die Motorräder unbeladen. Und insofern standen wir selbst jetzt vor dem Problem nicht. Aber gerade angesichts der ohnehin großen Dimensionen von der Goldwing wäre das natürlich schon angebracht, dass die ein bisschen mehr Zuladungsmöglichkeit anbietet. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt zusätzlich. Aber grundsätzlich hat sich es eigentlich bei unserer Bewertung eher um die Fahreigenschaften gedreht. Und da ist die Goldwing nicht auf dem Niveau wie die BMW K1600. Du, freut mich jetzt, dass wir die Fanpost haben. Markus, also Fanpost, ein Zuspruch. Der Markus Bett schreibt, er hat sich die Bagger gestern die erste große Tour und seine Kollegen waren überrascht, was er mit seiner Maschine, die hat er getauft, Wild Thing, alles geht. Viel Spaß noch, ja. Ja, mit dem Motor kann man nicht viel falsch machen. Ja. Freut mich sehr, dass du Spaß damit hast. Ja. Was hat noch? Mein Fahrschullehrer hat eine Goldwing, bin immer wieder erstaunt, wie er um manche Kurve kommt. Naja, das ist kein Problem, wenn man gut fahren kann. Und dann fragt er Tobias Scharf, ob das elektronische Schoberfahrwerk der ZX10RSE in absehbarer Zeit in weiteren Modellen finden wird. Das ist so ein Klassiker bei unseren Videos hier. Die Themen, also diese Themenfokussierung der Zuschauer lässt manchmal etwas zu wünschen übrig. Also man schweift hier gerne etwas ab. Aber die Antwort darauf, Tobias, werden wir auf der Intermod sicher haben, wo wir darauf hoffentlich die Antwort finden. Ja. Ich glaube, es hätten auch viele gern den Kompressor dieser anderen Modelle in einer neuen Z1000. Ne? Kommt vielleicht eh so. Ja. Ja.
klar, jede neue technische Entwicklung birgt natürlich auch die Chance, dass es in irgendeinem anderen Modell dann zum Tragen kommt. Und man kann ja ein bisschen sich freuen drauf oder spekulieren zumindest mal. Also wir freuen uns auf alle Fälle. Ja, und wenn ich jetzt gerade, ich habe ja gelesen, dass er der Blink HiFi, der schreibt, ist die... Diese Motorräder, die Tourer, die werden eher Highway-Panzer, sind sie natürlich auch. Aber man darf etwas nicht vergessen, also die Motorräder fahren sich angesichts ihrer Dimensionen wirklich gar nicht so schlecht in den Alpen. Du bist ja mit der Goldwing gefahren, die hat es getaugt. Das ist wirklich lang. Und man sieht ja auch viele große Tourer in den Alpen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier die einzigen vier Motorräder in diesem Segment durch die Alpen treiben, sondern man sieht halt viele, weil halt viele auch viele Motorradfahrer haben eine lange Anreise, die ist bequem dann auf diesen Touren und das macht, wenn man sich entsprechend einstellt und hier den Rundenrekord knacken will, dann macht auch so ein großer Tourer in den Alpen Spaß. Ich finde auch immer, abgesehen davon, dass die Baggar mit 160 PS halt auch viel stärker ist als die Goldwing und weniger wiegt, aber bei beiden, die Bremsanlagen sind schon auf einem sehr hohen Niveau, wo du denkst, es sind ja auch nur 320er Doppelscheiben, vier Kolben, okay, super, alles lang, beziehungsweise auf der Goldwing ist eine 6-Kolben-Anlage. Ja. Aber wie das reinankert und wie präzise das ist. Die sind natürlich auch auf das Gewicht 400 auch ausgelegt. 400 Kilo und da haben andere Motorräder um 200 Kilo. Ja. Eigentlich ist das Doppelte. Ja. Und deswegen, man darf den Motorrädern hier nicht zu viel Unrecht tun. Das ist halt eine andere Art des Motorradfahrens. Man fährt genüsslich und man schaut sich halt vielleicht ein bisschen mehr die Landschaft an, wie man das auf einem Power Naked Bike tun hat. Aber es macht beides. Je länger die Tour, desto mehr machen die Spaß. Genau. Je mehr Kilometer. Burschen, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, wir haben jetzt zwei Kategorien. Wir brauchen jetzt noch drei Kategorien ins Finale. Du musst dann noch am Flughafen, das wird ein Wahnsinn. Thorsten Struck, ich sehe in den Alpen überwiegend nur Boxer. Möglicherweise liegt es daran, dass es halt leibend fahrt, aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Ein Fragezeichen habe ich schon noch, Peter. Es ist ein bisschen ein Drama. Da ist ein Motorrad da, ich weiß gar nicht, ob man Motorrad sagen darf, die haben richtig große Fresse gehabt und bei dem Test hat es auch richtig gut abgeschnitten. Und da hätten sich einige Zuseherinnen und Zuseher gewünscht, dass die mal zeigen soll, ob die auch wirklich leibend fahrt. Die Rede ist natürlich von der Yamaha Niken oder Niken, das haben wir noch immer nicht restlos geklärt, wie man es wirklich ausspricht. Da haben sich schon Japaner hier gemeldet im letzten Livestream, wie man es richtig ausspricht. Was ist mit der? Was sagen die Japaner? Niken, oder? Ja, keine Ahnung, das letzte Mal ist Skateboard, aber ich habe mal gehört, man sagt Niken, aber wie auch immer, wir wissen alle, was gemeint ist, das neue Konzept von Yamaha mit dieser. Das wäre was gewesen, was war los? Das wäre allerdings was gewesen. Mein Kollege, der Stefan Kaschel, war ja bei der Präsentation, ging skeptisch hin und kam völlig begeistert zurück. Der Plan war dann, dass wir einen Tag nach dem Alpenmasterfinale diese Niken gegen den Sieger des Alpenmasters fahren. Yamaha war zunächst auch begeistert. Okay. Wie geht die Geschichte weiter? Wie wir alle. Und die Geschichte ging weiter, dass wir kein Motorrad bekommen haben. Super Ende, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nicht konnten, wollten, durften, was auch immer. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, wenn die Niken kommt, werden wir uns was Spezielles einfallen lassen. Also gerade sowas gegen den aktuellen Alpenmastersieger laufen lassen, das wäre sicherlich ganz, ganz anspruchsvoll und sicherlich auch ganz interessant. Aufgehoben und aufgeschoben, wie auch immer, Yamaha Niken muss im harten Vergleich zeigen, was sie kann. Wir gehen jetzt weiter zu den Modern Classics. Falkenfalle, vielleicht kannst du vorlesen, mal, bevor ich das Heft untersuche, was da gibt bei Modern Classics in dem Test. Und ich suche das passende Heft dazu, weil mittlerweile man mehr das Aussteiger. Aber es ist mir wurscht, ich habe da ja eigene. Also, du hast einen eigenen. Und außerdem weiß ich es. Okay. Alphabetisch, Ducati. Ducati Scrambler 1100 Sport. Alphabet müsste man können. Carver Z900 RS. Moto Guzzi V7 III Carbon war das, glaube ich, die Special Edition und eine Triumph Bonneville Bobber Black, so heißt das Modell mit vollem Namen. Korrekt. Also ich finde auch, kann man auch Potpourri nennen, also das ist auch alles dabei. Der moderne, auf Retro gemachte Z900 Ableger, als er ist, schaut ja wirklich um einiges leer aus und halt ein Bobber, der klarerweise, schon als Retro-Bike konzipiert wurde. Klarerweise im engen Kurvenwerk oder auf bei Spitzkehren natürlich das Nachsehen haben müsste. Ganz klar. Wie ist das gelaufen mit denen? Also eher gemütlich, nehme ich mal an, oder? Oder hat die Z900 RS da eher ein bisschen
animiert zum doch anstoffen. Wie soll man anfangen? Soll man mit dem Sieger anfangen oder soll man mit dem Verlierer anfangen? Na, Verlierer ich würde eher sagen, keine. Es gibt bei uns nie Verlierer. Ah, ja, bist du Wahnsinn? Es gibt keine Verlierer. Mit den Geschlagenen, sag ich mal. Oder Hauptgeschlagen oder die Triumph. Ne? Es ist ja so, dass sehr unterschiedliche Motorräder hier am Start waren und man sieht jetzt schon, dass man in seiner Wertung dann hier deutliche Unterschiede hat. Es gibt hier ein Motorrad, was schon deutlich gewonnen hat, und es gibt Motorräder, die nicht wirklich mithalten konnten. Am Ende des Tages sind es wunderschöne Motorräder, aber in den Bergen war zum Beispiel jetzt eben die Triumph Bonneville Boba Black. Sie hat halt ein bisschen Schwächen gehabt, die einfach fahrdynamisch und physikalisch gegeben haben. Das war halt so. Dass die Unterschiede in dieser Klasse größer sind als in den anderen, das liegt einfach an der Natur der Sache. Ein Retro-Bike, da ist die Optik und auch die Geschichte eines bestimmten Modells ist da ein ganz viel wichtiger oder ist da ein deutlich wichtigerer Faktor als jetzt zum Beispiel bei Mid-Naked-Bikes, die ganz klar ausgerichtet sind, dass man zügig, sportlich mit möglichst wenig Gewicht fahren können, und hier hat man doch eine deutlich größere Spreizung. Deswegen hatten wir dann auch in den Punkten letztendlich eine deutlich größere Spreizung. Die Bonneville Boba, ganz toller Motor, muss man sagen. Der 1200er mit diesem 90 Grad Hubzapfenversatz, richtig toll. Obwohl der Schwächste, also sozusagen in Motoguzzi war auch noch da. Motoguzzi war auch da. Ich meine jetzt der Schwächste im Triumph. Na, passt schon. Weil die Thruxton hat den gleichen Motor und da kommen wir ja auf, glaube ich, über 90 PS und da hat es nur 77 in der Boba. Aber das spielt bei so einem Konzept überhaupt keine Rolle. Und vor allem mehr Drehmoment und das passt schon. Also da kommen wir auch nachher bei der Moto Guzzi noch dazu. In dieser Klasse spielt PS eine noch untergeordnetere Rolle als in den anderen Segmenten. Da kommt, da ist die Optik, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ein ganz wichtiges Element, und auch wie die Leistung nachher rüberkommt. Und das ist bei der Triumph, bei der Bonneville, ist das wirklich toll. Also man hat diesen Cruising-Modus, den hat man nach ein paar Meter drin, und das Motorrad, es hat wenig Schräglagenfreiheit, das hintere Federbein ist relativ weich, das heißt, man kriegt schon allein, kann ja auch nur allein fahren mit der Triumph, kriegt man zum Durchschlagen, wenn mal so eine Querrelle kommt. Es hat extrem wenig Federweg, hat wenig Federweg. 70 mm. Ja, aber das macht einem eigentlich gar nichts aus, weil man ist in diesem Cruising, man ist in diesem Cruising-Modus, der Motor fährt super, kann man wirklich nicht anders sagen, und das reicht eigentlich. Dass es in den Punkten dann nicht ganz nach vorne reicht, das ist in diesem Segment bei den Retro-Bikes eigentlich, würde ich sagen, fast zweitrangig. Das ist halt so. Wer sie mag und wer sie kaufen möchte, wird nichts darauf geben, dass sie jetzt bei dem Test verloren hat, wo es halt wirklich nur um die Punkte-Rauskitzelei geht. Das ist dem dann wurscht. Genau. Das ist noch viel mehr, als wir vorhin bei den Powernakes gesagt haben. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich finde, dass die Bremse sehr gut ist eigentlich. Ja. Also Doppelscheibe ist eigentlich einer der, ich glaube, das ist der einzige Boba. Wir haben ja unlängst Boba-Vergleich gemacht, die eine Doppelscheibe vorne hat, und das ist wirklich nicht schlecht. Ein Finger reicht immer. Ja. Man fährt ohnehin nicht so schnell, aber selbst wenn man zügiger fahren würde, also die Bremsanlage ist tipptopp, da gibt es überhaupt nichts zu kritteln. Und ähnlich liegt auch der Fall jetzt bei der Moto Guzzi, bei der V7, wie du vorhin gesagt hast. Da muss man sich drauf einlassen, und so eine Moto Guzzi, die hat einfach diese V7, die ist klein, die ist zierlich, die ist handlich. Da kommt jeder mit zurecht, die hat nur 52 PS. Aber man vermisst es eigentlich überhaupt nicht. Man fährt da und freut sich des motorradfahrenden Lebens und gut. Und dass die auch in den Punkten nicht ganz vorne ist, was soll's. Super Hinweis auch, zum Beispiel Thorsten Struck schreibt, die Boba sieht klasse aus, hat halt nur leider einen Mini-Tank. Das sind auch so Kleinigkeiten. Ein wunderschönes Motorrad, das halt nachher bei den praktischen Dingen ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Trotzdem finde ich es trotzdem auch wichtig, dass man diese Dinge in einen Test, in so einen Test mit reinnimmt, weil sonst würde es ja niemand machen. Also man kann jetzt einfach sagen, es macht keinen Sinn, die hat keine Chance gegen eine GS in den Bergen, eine Triumph Boba Black. Trotzdem macht es Sinn herauszufinden, wie weit kann man damit gehen. Genau. Macht es gar keinen Spaß, ist es komplett sinnlos. Ja. Und wenn dann jemand doch gerne einmal im Jahr in die Alpen fährt, dann kann er sich hier seine Antworten rausholen, okay, es geht, aber ich habe im Schräglagenfreiheit, das heißt, diese Punkte, die halt nicht so funktionieren, und ich habe eine geringe Reichweite. Und im Rucksack einen Kanister. Alles wieder geschafft. Ja. Was mir jetzt schon taugt, zum Beispiel die Moto Guzzi V7 III Carbon war so, dass da irrsinnig schönes Feedback gekommen ist. Es waren im Sattel Leute total happy, dass es so einfach und so schön und so gut zu fahren ist. Am Ende des Tages sind es halt dann aber auch so Dinge, die nackten Fakten, wenn man dann halt diese Messwerte sich anschaut, zum Beispiel im Durchzug und so, da fehlen dann halt ein paar Sekündchen hier, ein paar Sekündchen da.
Aber ihr habt das schön beschrieben, ein wunderbar zu fahrendes Motorrad. Und das ist dann das, es reicht halt nicht nur, diese Punktetabellen zu lesen, man muss auch den Artikel lesen, dann kommt man drauf, okay. Genau, wir kommen immer auf. Das Feeling war geil, aber der Durchzug war halt nicht so grandios. Genau, ich meine, man muss sich darauf einlassen, wie wir es gerade vorhin gesagt haben, wenn man mit 50 PS leben kann, und das kann man sicherlich sehr gut in den Alpen, dann ist das ein schönes Motorrad, aber das nimmt natürlich nichts von den Qualitäten von den anderen. Also auch, man kann auch mit einem Retro-Bike, wie jetzt die Z900 zum Beispiel, kann man zügig fahren und hat letztendlich beides verbunden. Hat nicht nur das Feeling eines Retro-Bikes, sondern auch letztendlich das moderne Fahrgefühl. Nach, so gut die Kawasaki auch gelungen ist, und ich finde, sie ist eine der besten von diesen auf alt gemachten, aber sehr modernen Motorrädern, weil die V7 ist in Wirklichkeit ja wirklich vom Konzept her ein altes Motorrad. Ist richtig, genau, der Motor ist nicht retro, sondern der ist sozusagen alt. Und da kommt dann sowas Modernes nicht heran. Also wenn es um den Stil geht. Ganz klar, ganz und klar. Und da vor allem in dieser Carbon-Version, die ich ja bei meinen technischen Einsprüchen in euren Videos am Häusl sehr ausführlich berichtet habe, diese schwarzen Teile, der rote Brembo-Sattel vorne und dann die Nummerierung, 1921 Stück, ne, also das Gründungsjahr, voll guter Schmäh und einfach leiern. Ja, also wie gesagt, man dafür, muss sich einfach... Dafür, nimmt man dann gerne Geld in die Hand, wenn das sowas sein soll, wo man vielleicht auch vor der, ihr sagt ja gerne, Eisdiele, ne? Ja, richtig. Dass man da ein bisschen Eindruck schindet mit sowas, schon auch. Ja, oder auch für sich selbst, man hat Spaß, wenn ja, gerade jemand, der aus der Generation kommt, wo die Motorräder noch aktuell waren oder zumindest mal öfters auf den Straßen zu finden waren, dann ist so ein Motorrad, das ist toll. Aber wie gesagt, man muss sich drauf einlassen, man muss wissen, was kommt auf einen zu. Warte, ist eine wichtige Frage oder wichtig. Der Maximilian Scholz, warum sind keine 125er im Test? Der 125er ist, glaube ich, oft ein Commuting-Fahrzeug auch, also ein Fahrzeug auch, wo wahrscheinlich möglicherweise sehr viele Käuferinnen und Käufer nicht auf die ganz große Reise gehen in die Alpen, sondern in die Schule fahren, auf die Uni fahren, die Arbeit fahren. Und das sind Kaufkriterien, möglicherweise nicht dieser touristische Ansatz ist, oder? Bei 125 ist es sicherlich so, aber ich darf sagen, wir haben uns echt überlegt, ob wir eine 300er-Klasse, weil es gibt die Ninja, die neue, die 390er KTM gibt es. Also insofern, wir waren da knapp dran, sind dieses Jahr noch, haben wir nochmal Abstand genommen, aber wie die Verkaufszahlen ja auch beweisen, die 300er-Klasse oder die 300 bis 400 Kubikzentimeter-Klasse, die ist ja sehr attraktiv, sehr nachgefragt, und mit so einem Motorrad kann man auch in den Alpen fahren. Das ist also kein Motorrad, wo man mal nur vor die Eisdiele fährt. Oder ich glaube, da hättet ihr auch vier zusammenbekommen. Ja. Ja, hätte also man viel im Prinzip Altmaß, obwohl ich mit 50 Motorrädern. Nächstes Jahr 50 Motorräder. Ja, also die KTM war nicht neu, also die war schon einmal nicht gar nicht. Nee, aber sie war noch nie dabei. Okay. Weil man noch keinen. Wenn ein Motorrad noch nie beim Alpenmaster war, ist es auch standardregelung. Ausnahmeregelungen. Nee, das ist die Standardregelung. Okay, nee, aber wir waren knapp dran, und das ist immer noch ein Thema, weil, wenn man es gerade gesagt hat, die Mopeds sind interessant. Und wir haben jetzt die Retros sozusagen von hinten aufgeräumt. Jetzt kommt eine wichtige Geschichte. Es ist im Prinzip bei diesen Modern Classics, Retro-Bikes, sind, finde ich, zwei Motorräder, wo man sagt, okay, das sind echte Titelaspiranten in dieser Klasse, die Ducati Scrambler 1100 Sport und die Kawasaki Z900S. Und ich muss sagen, die Ducati Scrambler 1100 Sport, wie abgestiegen bin, habe ich gedacht, das ist ein Mördermotorrad. Also das fährt eigentlich wie ein Naked Bike, ganz leiwander Motor, wenig Spitzenleistung, aber dreht kräftigst nach oben, richtig leiwand. Da hat mich nur abgeschreckt, dieser üppige Preis, der doch recht heftig ist. Und dann im Test hat es mich dann doch überrascht, dass die doch deutlich günstigere Kawasaki Z900 RS gewonnen hat. Peter, wie war das jetzt, wenn du diese zwei Motorräder jetzt Revue passieren lässt? Ducati 1100 Sport, Z900 RS. Wo hat da was gewonnen, wo hat was verloren, also wie war die im Test? Uns hat dieses Ergebnis gerade zwischen den beiden Motorrädern eigentlich wenig überrascht, denn wir hatten beide Motorräder ja schon in Vergleichstests vorab, beziehungsweise sind die Motorräder schon gefahren gewesen. Und da würde ich mal sagen, es ist nicht, weil die Scrambler nicht gut genug wäre, sondern umgekehrt, die Z900 RS ist wirklich überragend. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Retro-Bike. Die Basis der Z900 RS ist ja die normale Z900. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, in der Regel werden die Retro-Modelle ja ein bisschen abgespeckt, werden ein bisschen billiger ausgestattet. Und bei der Z900 RS hat es Kawasaki gerade umgekehrt gemacht. Die hat ein voll einstellbares Fahrwerk, hat die Z900 nicht. Die hat Radialbremsen, hat die Z900 nicht. Und die Z900, muss man dazu sagen, hat im vergangenen Jahr schon ihre Gruppe gewonnen beim Alpenmaster in den Mid-Nakeds. Und insofern war es eigentlich
klar, dass die Z900 RS hier in den Alpen einen guten Auftritt hinlegen wird. Und genauso war es auch. Also der Vierzylindermotor, der ist deutlich klasse. Also wie man das eben von einem Vierzylinder kennt, ganz, ganz unten geht er schon ans Gas, ganz sauber, gut dosierbar. Bremsen tipptopp, Fahrwerk tipptopp. Und dann hat man noch in den Alpen eigentlich auch ganz gar nicht schlecht diese etwas an die Z1 erinnernde Sitzposition, das heißt relativ hoher Lenker, relativ tiefe. Ja, die bist du halt gefahren und die sind wir ja nie gefahren, die Z1. Zum Thema Opa. Um mal wieder auf das zu kommen. Aber Entschuldigung, ich unterbreche die. Bei mir hätte rein subjektiv, und ich bin auch ja beide aber nicht parallel gefahren, hätte schon die Ducati gewonnen, weil da war ich begeistert von dem zwar luftgekühlten ja alten Uhr, muss man sagen. Ja. 86 PS, es schockiert ja niemanden heutzutage. Nee, 88 Newtonmeter bei 457 ja Umdrehungen, ja, das ist schon mehr, also es ist schon gewaltiger. Aber die Kawa im Vergleich bei 6500 Touren, ihr maximales Drehmoment von 98,5. Ja. Ich meine, das ist ein Orga Vierzylindermotor, gebe ich zu, ja, dass der schon von unten so schön kommt und richtig stark ist. Aber trotzdem, die Ducati hat mich fast noch mehr begeistert, dass das so angenehm zum Fahren ist. Sitzposition finde ich ja noch auch gemütlicher als die Kawa. Und ja, weiß nicht, ob der Preis bei euch dann auch noch eine Rolle spielt. Nein, der Preis, aber er spielt in der Bewertung keine Rolle. Und trotzdem die vorne. Ja, also wie gesagt. Es kommt vielleicht emotional ein bisschen mehr rüber bei der Ducati mit dem Zweizylinder, dem Luftgekühlten, das ist schon toll. Aber wie wir es eingangs schon erwähnt haben, wir bewerten ja Lenkpräzision, wir bewerten die Bremsen. Also letztendlich doch die reinen Fahreigenschaften. Und da ist die Kawasaki wirklich deutlich vor allen anderen gewesen. Also jetzt nicht nur vor der Scrambler, sondern wirklich. Und die Scrambler, oh, schon, mal zu. Der Kurt Fischer hat jetzt echt einen guten Einwand gebracht. Also wieso ist mir da nicht eingefallen? Weil ich stehe voll auf die Scrambler. Die Scrambler fährt in den Alpen auch da noch, wo die 900 S schlichtweg stehen bleiben muss. Das heißt im Gelände. Naja, was ja der erste Schotter, was kommt. Ich meine, die ganz große Geländefahrerin ist es auch nicht, aber ein paar Meter weiter kommt es auf alle Fälle. Da kann man davon ausgehen, war jetzt aber bei uns hier in diesem, bei den Alpenmass ist es kein Punkt in der Wertung. 18 weil, Zoll vor der Alm übrigens, die Scrambler. Ja. Das ist jetzt auch was, wo man noch mehr vielleicht weiter kann. Aber Boden. Also wir, wie gesagt, im Offroad haben wir jetzt die Motorräder hier bewusst nicht bewertet. Er hat natürlich recht, klar. Du Kurt schreibt, die kommt weiter, die paar Meter. Cool, Schotterpiste, wo funktioniert natürlich. Sie durchs Öhlins Fahrwerk, glaube ich, wiederum nicht so angenehm weiterkommt. Gell? Das hat sie doch gesagt, dass das nur hart ist. Ich habe es. Der Fahrwerk ist gut und sensibel. Ja, das ist super. Und Öhlins ist grundsätzlich immer ein bisschen straffer abgestimmt. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob sein Einwand in allen Ehren, aber ob man bei so einem Retro-Bike, ob man da allzu viel und allzu oft ins Gelände fahren möchte, ich glaube, die sind fast ein bisschen zu schade. Das ist das Problem. Ducati strapaziert den Namen Vermögen, muss man sagen. Die natürlich haben einen Scrambler Café Racer rausgebracht, was ja ein totaler Gegensatz ist eigentlich. Ja, aber ja, eigentlich schon. Wenn es die Leute kaufen, passt es eh. Klar, man muss sich natürlich. Und auch in dem Fall einfach ein Straßenmotor. Ja, so ist es, auch wenn der Name Scrambler heißt. Aber natürlich, Bernhard Hossmoto schreibt natürlich sofort das Gegenargument. Schotterbässe bin ich auch mit der CB. Wer sich schon gefahren, also Kind oder alles. Das ist ein grundsätzliches Thema in den Alpen. Wenn es mal normalen Schotterpässe kann man eigentlich auch mit dem Straßenmotorrad fahren. Das muss man. Aber letztendlich denke ich einfach, es ist ein Stilmittel, diese Scrambler-Anmutung. Und das muss einem gefallen. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr ins Gelände fahren kann, wie man es mit dem Café Racer tun würde, dann ist das auch okay. Aber ich glaube jetzt wirklich nicht, dass das eine, wie du sagst, Primärtour von der Scrambler sein soll. Von der Gemütlichkeit her steht jetzt die Kawa nicht viel der Ducati nach. Nein, absolut nicht. Hat auch natürlich einen kleinen Nachteil. Das heißt, der Lenker ist ja relativ hoch, also man sitzt sehr aufrecht und gemütlich. Die Sitzbank ist relativ tief und die Fußrasten sind auch relativ tief. Das heißt, man hat zwar einen offenen Kniewinkel, aber die Schräglagenfreiheit ist natürlich deutlich geringer als bei der normalen Z900. Aber auch das kann man so einem Konzept zugestehen, denke ich mal. Wildcat, bist mein beste Freundin und mein bester Freund. Ducati wäre auch mein Favorit in der Retro-Klasse. Geschmackssache. Ist eine Geschmackssache. Okay. Ich stehe auch ganz schön auf der Ducati. Liegt vielleicht auch daran, ich bin tatsächlich kleine Offroad-Passagen gefahren. Keine Ahnung, wie der Pass geheißen hat. Das war ganz eine
ganz heftig da. Offroad im Tunnel, ich weiß nicht, was das bei war. Bei uns am Alpenmaster? Ja, ja. Offroad im Tunnel, da hoch in dieses kleine Bergdorf, wo die Cousinen und die Cousins alle heiraten. Ich habe mit der Beschreibung da, was anfangen können. Nein, da kann ich tatsächlich nichts mit einfallen, aber das gibt es ja mehrere. So aber das gibt es genau, ja mehrere Plätze. Ja, das war direkt vom Hotel, die argen Tunnel in den Fels hineingehaut. Da waren die Tunnel selber ja teilweise unbefestigt innen und das war, also da war ich wirklich froh, dass ich da die Scrambler hatte. Ja, wie gesagt, soll ja zugestanden sein und ist ja auch ein gutes Motorrad, bloß die Z900. Es ist halt ein Ticken besser. Hat dann gut funktioniert, aber es ist auch keine Schande, quasi gegen die Z900S zu verlieren. Man muss schon sagen, sie ist überlegen in dieser Kategorie und geht jetzt tatsächlich, also komischerweise als so Modern Classic Sieger durchaus mit einem, ich will nicht sagen Favoritenanspruch, aber doch mit einem gehörigen Portion Selbstvertrauen jetzt ins Finale und könnte dort noch was reißen, oder? Also die geht auf jeden Fall mit ganz breiter Brust ins Finale oder ging mit breiter Brust ins Finale, weil uns, wie wir es schon eingangs gesagt haben, uns war klar, dass die in dieser Kategorie wahrscheinlich dominieren wird und auf einem Niveau ist, wo die Z900 im vergangenen Jahr schon war und noch was oben drauf sattelt. Also das heißt, die Chancen fürs Finale, dass die gut waren, das war eigentlich klar. Okay. Was machen wir als nächstes? Ich gehe mal auf die Toilette, weil das geht nur in der 1000 PS Live Show, dass man sich einfach schleicht. Das wäre das nie möglich. Der Peter, du hältst dabei die Stellung. Wir sprechen dabei über die wichtigen Themen, wo wir im Fackelfall nicht brauchen. Adventure-Modelle, in welchem Heft ist es drin? Ich habe das auf drei Hefte ausgeteilt. Auf drei Hefte, genau. Also im ersten Heft haben wir die Tourer Power Naked, die Tour und die Power Naked und im zweiten Heft dann die restlichen drei Gruppen und im dritten Heft, in Heft 17, dann das Finale. So, schauen wir mal, ob ich da die Adventures finde. Kannst du mal vielleicht anmoderieren? Du moderierst mal an, bitte, Peter, welche Adventure-Bikes sind mit dabei? Alphabetisch vorgehen, da haben wir die BMW F850 GS, ja ganz neu für dieses Jahr. Dann haben wir die Ducati Multistrada 1260 S, auch nennenswert überarbeitet für dieses Jahr. Längerer Radstand, 60 mm, 6 PS mehr, 158 und sonstige Feinheiten. Dann, und natürlich mehr Hubraum, ist klar, 1260. Dann haben wir die Honda Africa Twin auf Wunsch vieler Leser, diesmal in der DCT-Version und weil sie ganz neu... Auf die Leser, wirklich? Ja, versuchen wir zumindest mal. Das lobe ich mir. Also das war tatsächlich so, Leserbriefe, so richtig? Ja, wir hatten DCT, bitte. Africa Twin war ja schon in den vergangenen beiden Alpenmaster dabei und dann hatten wir doch hin und wieder mal eine Rückmeldung von den Lesern, sie wüssten mal gern, wie sich das DCT-Getriebe, also das Doppelkupplungsgetriebe, wie sich das verhält in den Alpen. Und da sind wir einfach drauf eingegangen und, weil sie dieses Jahr neu ist, eben in der Adventure Sports Version, die hat ein bisschen mehr Federweg, hat 5 Liter mehr Tankvolumen, ist insgesamt ein bisschen abenteuerlicher ausgestattet, hat auch eine tolle Lackierung, weißer Rahmen und wie gesagt, auch deswegen ein sehr stark überarbeitetes Modell und dann noch zum Schluss die Tiger 800 XCA. Triumph hat ja ein bisschen spezielle Nomenklatur. Ich muss gleich erklären, was das ist, XCA. Das, genau, das dauert also ewig. Soll ich mal kurz sagen? Nein, wer fängt dann an und sagt, er wieder weiß besser. Es gibt ganz viele Triumph-Siegermodelle. Wir sind eine davon gefahren. Und die hat 21 Zoll. Jemanden gefunden, der auch so. Ich glaube, ich bin der Einzige in dem Kreis, der das weiß überhaupt. Nein, hör auf, er sagt gleich das Gegenteil. Besser. 21 Zoll Vorderrad, richtig. Das ist eigentlich das entscheidende Element, Speichenräder und insgesamt ein bisschen offroadigere Ausrichtung. Ja, das ist das Kennzeichen von XC. Aber die von diesen ganzen Tiger 800 Modellen, ne, mit 6 Genau, das hat sie und XCA ist eben das maximal ausgestattete Modell. Dann fangen wir leider, ich muss wirklich sagen, leider an mit Platz 4, weil da brichst du mir das Herz. Das ist mein Lieblingsmodell in dieser Kategorie und wirklich jedes Jahr denke ich mir, ich kaufe es mir jetzt, aber ich habe keinen Platz in der Garage. Ich stehe unendlich auf die Honda Africa Twin, vor allem in der DCT-Version. Also das kann nicht sein, Peter. Diese Legende, diese erfahrene Legende, die ist ja vor 2 Jahren oder letztes Jahr noch auf Platz 2 gekommen. Ja, ist es nur 4. Platz bei Reisen durch? Oder was ist da los? In der Schaltversion und in der Basisvariante. Damals. Letztes Jahr war damals. Okay, also letztes Jahr war das. Genau. Da war es ja quasi noch Titelaspirant und heuer nur auf Platz 4 schon in der Vorrunde. Ja. Was ist da los, Peter? Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen nervös. Will ich dir jetzt mal klipp und klar sagen. Also schade eigentlich, weil ich finde, muss ich wirklich sagen, dass die Afrika hat wie ein
optisch ein brillantes Motorrad. Für mich das schönste Motorrad vom ganzen Alpenmaster. Mit diesem weißen Rahmen, wie wir es gerade schon gesagt haben, mit dieser HRC-Lackierung. Einfach klasse. Und wir haben auch gehofft natürlich, dass das Motorrad sich da entsprechend auch schlägt, weil es war ja in der Basisvariante schon sehr erfolgreich. War einmal Alpenmaster vor 2 Jahren, vergangenes Jahr Zweiter. Und insofern haben wir uns da schon relativ viel davon erhofft. Und dann in dieser Adventure-Sports-Variante hat sie uns ein kleines bisschen enttäuscht. Gehe ich mal nicht auf das DCT-Getriebe ein, sondern zunächst mal auf die Dimensionen. Das Motorrad wiegt 256 Kilo, das heißt 20 Kilo schwerer. Entschuldigung, bitte, genau. Weißt du, was ich sagen will? Hast du kannst Gedanken lesen. Du, ich habe es ja mal irgendwann hingeschrieben. Ja, das ist der Wahnsinn, okay. und es hat 2 Zentimeter mehr Federweg, es hat eine höhere, dickere Sitzbank, was alles toll ist in Sachen Komfort. Die Federung erstklassig, muss man wirklich sagen, egal wie rumpelig die Straße ist, wir sind in diesen Col de Molar runtergefahren, holprig ohne Ende, da fährt man einfach Kampflinie geradeaus, interessiert einem überhaupt nicht mit der Federung. Die Sitzbank super komfortabel, ich glaube, der beste Sitzkomfort hier steht überhaupt. Hier, der beste Sitzkomfort aller 21 Maschinen. Genau. Ja, und von dem her gesehen, wirklich ein tolles Paket, aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Die höheren Federwege, die längeren Federwege erzeugen eine höhere Sitzhöhe. Das heißt 89 cm, 890 mm in der niederen Version, 91 in der höheren Version. Das ist schon eine Hausnummer. Also du hast da vielleicht keine Probleme, aber alle Menschen, die 1,75 und darunter sind, die klettern da echt nur respektvoll drauf. Und der so. Moped Knimo redet von Kilogramm, das heißt, er schreibt jetzt 53 Kilo. Das ist möglicherweise eine Werksangabe. Wir sprechen hier immer von Messwerten, echt und live und gnadenlos auf der geeichten Waage gemessen. Wo die aber echt gut angeben mit 2,53. Wenn das so ist, ganz ehrlich. Das ist das, was man, ich schätze mal, dass das angegebene Gewicht ist. Und wir haben 256 gemessen, also wie wir es vorhin gesagt haben, die Hersteller, das sind keine falschen 50er, die sind doch recht ehrlich. Also jetzt muss man halt sagen, okay, sie ist jetzt nur auf Platz 4, aber in dieser Adventure Sports Version, und jetzt ist schon ein bisschen, kannst du vorausschicken, also für dich die normale Africa Twin, die bessere Africa Twin als die Adventure Sports? Ja, was das Fahren anbetrifft, muss man klipp und klar das festhalten, die ist deutlich leichter. Man muss vielleicht noch kurz einschieben, die DCT-Version ist natürlich 10 Kilo schwerer. Jetzt, egal allerdings, ob das eine Adventure Sports ist oder eine Basisversion, das DCT addiert immer 10 Kilo Gewicht obendrauf und 1100 Euro auf den Preis. Das gilt für beide Varianten, also sowohl die Basis- als auch die Adventure Sports-Version. Aber die Basisvariante war unserer Ansicht nach war oder ist ein gutes Motorrad und profitiert eben, dass sie nicht diese Dimensionen hat wie die Adventure Sports. Sie ist leichter, die ist umgänglicher. Auch das Cockpit, das ist alles nicht so massig wie bei der Adventure Sports. Das Motorrad lässt sich leichter fahren. In der Basisvariante. Okay. Naja, bist du jetzt auch geknickt wegen dieser Geschichte? Oder? Gar nicht. Ich habe es ja genau so auch befunden. Ich bin ja bei der Präsentation gefahren. Und da wurde auch die normale, die normale präsentiert, die ist ja auch abgedatet, neues Cockpit und ein bisschen was an der Elektronik verbessert. Und ja, mir taugt auch die normale mehr, aber die Optik von der Adventure Sports wäre es mir wert. Wir haben gesprochen, ich hätte gern die normale mit der Optik von der Adventure Sports. Genau, das wäre, also wenn man die Adventure Sports vor sich sehen sollte, der blieb so einfach schön, nieder, so super toll. Und ich finde auch noch, weil du gesagt hast, HRC, sie schaut der alten einfach extrem ähnlich. Die ganz alte hat es ja eben mit dem weißen Rahmen. Natürlich, und daran ist sie angelehnt. Wir haben ja dieses Jahr 30 schön. Jahre Jubiläum Traumhaft. Der Africa Twin und genau das, die und Optik hat von der. Für mich aber diese längeren Federwege fürs Gelände, ob das jetzt so wichtig ist, also auf der Straße einfach extrem. Ich darf da ein bisschen vorgreifen, Nils, zu deiner, dass du mehr Lob von der Africa Twin hörst. Und zwar waren wir jetzt nach dem Alpenmaster, haben wir einen großen Test gemacht, in dieser Hubraumklasse mit Reise Enduros in Schweden und sind dort 2800 Kilometer in 5 Tagen gefahren. Und das Motorrad, das am ersten genommen wurde von allen 4, war jedes Mal die Africa Twin Adventure Sports, weil da ist halt Sitzkomfort. Super. Also wirklich 2800 Kilometer? Ja, in 5 Tagen sind wir gefahren. Ich meine, das ist nicht schwer, weil wir hatten ja die Mitternachtssonne. Das heißt, wir hatten in 5 Tagen nur die Nacht, als wir ankamen und als wir
Schweden wieder verlassen haben. Zwischendrin war durchgängig hell. Und insofern hat es natürlich auch Spaß gemacht, man hat das gesehen. Aber was haben Sie die restlichen 4 Tage gemacht? Seit Sie nur gefahren, nahezu. Gefahren und fotografiert und getestet. Okay. Nee, aber es ist, was der Reisekomfort anbetrifft, grandios. Diese. Okay. Und über DCT, da kann man geteilter Meinung sein. Ja, du hast deine, ja, meine. Ich finde, dass es mörderisch ist und du sagst, es ist nicht mörderisch. Okay. Ja, es ist Geschmackssache letztendlich, das DCT. Es hat seinen Reiz, weil man fährt einfach wie mit dem Mofa. Das Motorrad schaltet von selbst hoch und runter. Man muss eigentlich nichts machen. Mir hat es immer so ein bisschen, ich habe mich immer ein bisschen bevormundet gefühlt. Und, das fährt einfach leimend. Das ist ja super komfortabel. Das ist die Zukunft, Peter. Was glaubst du, was die Sportautos, die geilen Schlitten haben, alle Doppelkupplungsgetriebe? Das grenzt schon an autonomes Fahren. Und das nein, überhaupt nicht. Das grenzt an komfortables Fahren. Mit Leimern, kurz, Peter, dieses Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht ja auch eine extrem kurze Zugkraftunterbrechung nur. Nein, da, ja. Gar keine. Ja. Jetzt kannst du richtig geil auf Schotter losfahren und bis auf 160 hochbeschleunigen. Und das ist jedes Mal nur eine Millisekunde, irgend sowas, die Schaltzeit. Diese Vorteile überwiegen gewaltigst. Aber wenn wir hochfahren, einen Berg hoch durch die Serpentinen, da war die Afrika wie in diesem Viererkreis das einzige Motorrad, das beim Gasanlegen so eine kleine Verzögerung drin hatte. Das heißt, man ist ein bisschen nach innen gekippt und dann hat das DCT bzw. die Gasannahme hat gegriffen und dann ist man wieder auf die Linie gekommen. Insofern, weißt du, was für mich die ideale Lösung ist? Das ist einfach ein geil funktionierender Schaltassistent. Und dann bin ich in der Lage und habe nahezu eine Automatik. Na gut, Peter, dann haben wir jetzt, haben wir die Ordnung durcheinander. Ich würde jetzt eigentlich mit Platz 3 weitermachen, aber das machen wir nicht. Wir pfeifen drauf auf solche Krümelkackereien. Wir machen jetzt Platz 2, weil du gesagt hast, affengeiler Schaltassistent. Nein, das heißt nichts, aber ein guter Schaltassistent. F800 GS auf Platz 2. Auch mit dem Grund, warum sie so weit vorne ist, warum sie so gut ist, sagst du Schaltassistent, weil das so klasse funktioniert. Und unter anderem, wobei ich würde sagen, er hat vernünftig funktioniert. Also da kommen wir noch dazu nachher bei den Mid-Nakeds, da haben wir einen, der wirklich perfekt funktioniert. Ja. Aber auch bei der 850 GS, die hatten Schaltassistent als Zubehör natürlich, wie immer bei BMW, kostet immer ein bisschen Aufpreis. Also, und der funktioniert aber recht ordentlich, allerdings auch eher ab Drehzahlmitte. In niederen Drehzahlen muss man auch noch ein bisschen als in die Kupplung greifen, dass es nicht zu arg reißt. Aber trotzdem muss man sagen, das ist einfach die Zukunft. Das ist die Zukunft. Du glaubst dann, okay. Ja, absolut, okay. Absolut. Also ich würde jedes Motorrad, das ich mir privat kaufen würde, wenn es denn sowas gäbe als Zubehör, mit Schaltassistent kaufen. Also das ist ganz Lukas klar. Böhm fällt mir in den Rücken. Autohersteller gehen wieder auf Wandlerautomatik zurück, weil der Scheiß DCT nicht hält. Das kann sein. Nein, das ist gut. Also, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also, ich bin ein DCT-Fan. Dementsprechend müssen wir da jetzt alles durch. Also, ich muss jetzt aber wirklich sagen, Honda bei den Motorrädern hätte noch nichts gehört, dass das irgendwie nicht funktionieren würde. Also, so ist es. Also, man hat noch nichts Negatives haltbar aus dem Markt gehört. Und der Anteil an DCT getrieben ist ungefähr 50% bei Honda. Ich würde mir niemals ein Motorrad von Honda kaufen, wo es DCT gibt, ohne DCT. Komischerweise, wo die Entscheidung für mich am knappesten ausfällt, ist bei der Honda Goldwing, weil dort das Getriebe und das Antriebsaggregat so leibend ist. Aber in Afrika, den bräuchte ich gar nicht nachdenken. Aber okay, ja. Peter. Ich denke, letztendlich ist es ein Glaubensbekenntnis. Kompletter Glaubenskrieg. Man kann das nicht. DCT kostet halt schon eine Menge mehr als der Schalt. Ja, dazu, klar, 1100 Euro. Hör mal auf über das DCT, nach. Und da, Peter, du hast schon das erste Geschäft generiert für Moped Knimo, hast mich überzeugt, er rüstet Quickshift damit, blieb er nach. Super Entscheidung, braucht man natürlich. Jetzt ist aber so, komischerweise, die BMW GS auf Platz 2, die 850er GS, ist ja eigentlich eine gute Platzierung. Eine gute Platzierung schon alleine deswegen, weil sie die Multistrada 1260, ein Motorrad mit deutlich mehr Power, hinter sich lässt. Also Multistrada 1260 nur unter Anführungszeichen auf Platz 3 verliert auf alle Fälle mal gegen die F850 GS. Peter, was waren so die Stärken, aber auf der anderen Seite die Schwächen von dieser Multistrada? Wie konnte die gegen die 800er verlieren? Hat uns ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, weil die 1260er Multistrada ist ja mit der Überarbeitung noch ein bisschen kultivierter geworden im Vergleich zu ihren Vormodellen. Und du lachst, man sieht hier auf dem Leistungsdiagramm, die ist einfach mal über allen anderen Linien, und zwar haushoch. Und genau das spürt man in der Praxis natürlich auch. Also wenn das Motorrad anpackt in den Kehren, da geht es halt richtig voran. Und das ist toll,
weil das ist sehr emotional und bringt wirklich einen Kick. Allerdings, man muss auch Herr der Lage sein. Also wenn die anreist, die Multistrada, dann geht es wirklich voran. Und das ist also nichts für Gelegenheitsfahrer, sondern da muss man schon entweder an sich halten oder ja, sehr, wie das bei Ducati natürlich üblich ist oder wie, man, ja, wie die sich selber sehen, ein sehr sportlich orientiertes Motorrad. Und also emotional stark, aber es ist ein Motorrad, mit dem man sich beschäftigen muss und mit dem man auch sich ein bisschen an sich halten muss. Und was uns, aber das kann man ja schließlich auch, was uns nicht gefallen hat, war eigentlich dieses Eigenlenkverhalten, obwohl die Ducati ja sehr gut bereift war mit Pirelli Scorpion Trail 2, war beim Anbremsen hat sie ein relativ hohes Aufstellmoment gehabt, in Kurven mit schlechtem Straßenbelag, was wir eigentlich fast immer hatten, eine relativ unruhige Straßenlage. Also da waren die anderen drei Motorräder in dem Kreis, waren der Ducati da überlegen. Und das hat ihr eigentlich so ein bisschen an Glanz genommen in diesem Viererkreis. Peter, muss man jetzt gleich nochmal ansprechen. Der Tobias Schaaf bedankt sich bei dir. Jetzt Peter Meyer, vielen Dank an der Stelle für die ausführliche und nette Mail-Antwort bezüglich der Multistrada 1260. Bleibt also festzuhalten, dass die 7 Punkte gegenüber der 1200 Standard teuer erkauft sind. Das heißt, du beantwortest Leser, also du beantwortest E-Mails oder einzelne E-Mails? Ja, das ist ein Teil der unseres Jobs. Und das kannst du machen. Ich darf hier sagen, ohne dass ich hier schwindle sogar, das mache ich mit Inbrunst, weil ich mich freue, wenn Leser auf unsere Artikel reagieren, weil wie gesagt, so einen Artikel zu schreiben, da sitzt du mal viele, viele Stunden vor dem PC und wenn das dann noch im Heft ist und die Leute freuen sich darüber oder finden Riesig, irgendwas Wahnsinn, nicht gut, dann freue ich mich dann den Leuten auch antworten zu können. Na, alle schaffe ich nicht zum Beantworten. Machst du echt alle? Weil es ist wirklich viel und ich versuche Dinge zu beantworten unter den YouTube-Videos zum Beispiel, wo es auch andere dann was davon haben. Also eine Frage, Antwort. Aber ich muss das nicht allein machen, weil wir sind ja mehrere Redakteure und da teilen wir das so auf. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, ich mache das auch gern und weil ich es einfach toll finde, wenn die Leute da vernünftige und gute Kommentare, auch kritische, abgeben. Da kann man eigentlich in der Regel nur davon lernen. Okay, aber jetzt, es ist eine gute Geschichte. Der Andreas D. fragt, warum hat die Ducati Multistrada nicht gewonnen? Bester, stärkster Motor, bestes elektronisch semiaktives Fahrwerk, bestes Handling. Naja, Andreas, gerade hat der Peter schon gesagt, das Handling war jetzt nicht ganz so famos offensichtlich und sie hat dann es waren dann doch nicht viele Punkte am Ende, aber sie hat halt verloren gegen zwei andere. Die ersten drei Motorräder in dieser Gruppe sind relativ eng beieinander. Die Honda Africa Twin hat da ein bisschen Boden verloren und das war eigentlich der Grund, was ich gerade schon erwähnt habe, also dieses etwas aufgeregte Lenkverhalten und diese Kraft, die man beherrschen können muss. Vielleicht nehmen wir das ja kurz ins Bild, das heißt, wenn man das jetzt sieht, da würde ich jetzt was verraten, ihr habt ja im Prinzip eine Punktetabelle und da sieht man jetzt natürlich, dass natürlich beim Motor, wenn man sich jetzt den Motor isoliert betrachtet, natürlich diese Ducati Multistrada natürlich fett gepunktet hat, aber dann eben etwas bei dieser Lenkpräzision an Punkten verloren hat. Und Peter, wie läuft das ab mit diesen Punkten? Wie viele Menschen, wenn man das so fragen darf, entscheiden über diese Punkte da? Wer sagt das? Wir sind dann zu viert. Das heißt, wir haben, wenn wir das Alpenmaster machen, läuft es in der Praxis so ab, wir haben zwei Gruppen. Eine Gruppe, die Fotos macht mit den verschiedenen Motorrädern und eine Gruppe, die testet. Und das ist mein Kollege, der Carsten Schwers, der ist der Cheftester bei uns in der Redaktion, der eigentlich alle Motorräder fährt, die im Motorrad hier jemals präsentiert werden. Und ich selber war dann dabei und dann haben wir einen italienischen Kollegen, Sepp Gori, ein brillanter Testfahrer und dann die Kollegen Eva Bruegel bzw. Stefan Kaschel aus unserem Testbereich. Und dann setzt ihr euch zusammen und diskutiert halt heftig und dann gebt ihr diese Punkte in eine fette Excel-Liste ein. Genau. Okay. Das heißt, wir haben ja das auch angegeben im Heft. Wir fahren eine 180 Kilometer Testrunde in den Vorrunden, haben dort 4 Pässe und brauchen vielleicht mal 4 Stunden, 5 Stunden für diese Runde. Und dann setzen wir uns kurz vor Ende zusammen, machen Punkte und alle strittigen Punkte, wo wir uns noch nicht ganz einig sind, die fahren wir dann auf den letzten Kilometer nochmal aus, präzisieren das nochmal so, dass es eigentlich alles Hand und Fuß hat und dass letztendlich auch eine einheitliche Meinung da dokumentiert werden kann. Okay. Und dann hat der Bernhard Hosmoto gleich gesagt, eine Diagnose. Er meint, das 17 Zoll Vorderrad, der Duke hat möglicherweise ein bisschen abstrebige Fackenfalle. Wie siehst du das? Anderen 21 Zöller haben die Komfortwertung, wird es mit dem 17 Zöller natürlich nicht.
Aber die Präzisionswertung auch nicht hier offensichtlich. Und die ja. Nee, aber das liegt natürlich an, diesem nervösen Lenkverhalten, dass ich, aufmerksame Leser haben das vielleicht verfolgt, wir waren bei der Präsentation, oder ich selber war bei der Präsentation von der 1260S in Gran Canaria. Mhm. Dort gibt es grandiose Straßen. Mein Motorradfahrtipp für den Winter, muss man wirklich sagen. Ganz super. Es gibt auch Motorradverleih dort. 60 bis 100 Euro ein Motorrad pro Tag. Kann man machen. Aber auf jeden Fall war dort die Ducati-Präsentation mit relativ gutem Asphalt. Und dort war dieses Eigenlenkverhalten bei weitem nicht so ausgeprägt wie auf den kaputten Straßen jetzt rund um den Galibier. Okay. Insofern ist ein bisschen eine Ehrenrettung, darf man der Ducati da schon zugestehen. Also auch wieder gestehen. Gut gewählt von Ducati, die Location. Ne? Also ja, aber das machen alle Hersteller. Man muss das. Im Übrigen, Nils, ja. Weil du das unten zuhalten wolltest, wenn wer ein bisschen mitdenkt, dann ist schon klar, wer Erster ist. Ne? Und es hat auch wer geschrieben, Multi 950 Ducati hätte besser gepasst. Vielleicht hat er später eingeschaltet, vielleicht auch nicht mitgekriegt. Es müssen neue Motorräder sein. Richtig. Oder welche, die noch nicht in der Wertung waren. Genau, die 950er Multistrada, die wurde ja vergangenes Jahr präsentiert. Die haben wir jetzt schon im Dauertest zerlegt, das heißt, die Veröffentlichung wird zerlegt jetzt, so wie wir Österreicher gerne sagen, in der Werkstatt. In der Werkstatt. Ja, okay. Also deswegen ist ein in Anführungszeichen altes Motorrad, das eben nicht für das alte Master dann in dem Jahr in Frage kommt. So aber grundsätzlich hat er natürlich schon recht, wäre ein interessantes Konzept gewesen. Aber auch sie war schon beim alten Master, muss man auch sagen. Und jetzt muss ich sagen, doch, am Ende des Tages ein verdienter Sieger, wenn man es dann vor Ort auch gefahren ist. Triumph Tiger 800 XCA, Gewinner vom Alpenmasters 2018 in der Kategorie der Adventure Bikes, der Reise-Enduros, lässt damit quasi sicherlich die BMW F850 GS, ist sicherlich so der harte Gegner auch der beiden europäischen Konzerne da in dem Bereich, hinter sich um 3 Punkte, aber doch. Tiger 800 hat euch, glaube ich, durch die Bank schwer begeistert, Peter, kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, das kann man so sagen, das ist ja die zweite Triumph jetzt im Finale nach der Speed Triple. Und die ist aus demselben Grund auch im Finale, dieser 3-Zylinder-Motor, der reißt halt einfach raus. Und der Triumph schafft es auch, die Elektronik, das Motormanagement sehr gut zu applizieren. Das heißt, auch hier noch butterweichere Gasannahme wie bei der Speed Triple. Und das ist alles so leicht zu fahren mit diesem Motorrad. Das ist echt toll. Auch zusätzlich noch ein ganz, ganz ausgeprägter Windschutz. Sehr toll auch für die Anreise. Und also es ist eigentlich auch ein leicht zu fahrendes Motorrad. 21 Zoll Vorderrad, haben wir ja vorhin schon erwähnt, hat natürlich auf den engen Straßen auch seinen Vorteil, weil es ist einfach ein handliches Fahrgefühl. Die Lenkpräzision reicht aus. Und insofern ist eigentlich eine gute Wahl, diese Triumph 800 Tiger. Das Einzige, was wir nicht so gut fanden, und das hat Triumph bei der Präsentation, haben sie das uns zumindest so mitgeteilt, ganz bewusst gemacht. Die Vorderradbremse, die ist ein bisschen stumpf, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also die können ein bisschen bissiger sein, aber man wollte das einfach so, oder man hat das so ausgelegt bei Triumph, weil man das Motorrad ein bisschen offroadiger positionieren wollte. Und dann wollte man halt einfach im Gelände noch ein bisschen eine feinfühligere Bremse haben und lieber dann... Und hat dann ein bisschen was dran gegeben für den Asphalt. Kann man machen. Ist eine kann man als Ausrede nutzen. So zum Beispiel. Aber ich muss auch sagen, dass mir die Tiger 800 XCR welche Ausführung, weil der Motor ist immer der gleiche, mit 95 PS genau das gleiche Level wie die beiden anderen, eben die BMW und die Africa Twin. Die beiden anderen aber rein 2-Zylinder und der Triumph ein rein 3-Zylinder. Ja. Und ich finde, Wie das Papier wieder täuschen kann, drehmomentmäßig 79 Newtonmeter die Triumph bei, glaube über 8000 Touren sogar. Die Africa Twin Liste hat 99 Newtonmeter, also 20 mehr bei niedriger Drehzahl. Das heißt, die Africa Twin müsste viel Ärger anreißen, jetzt vom Papier her. Aber meiner Meinung nach, ich bin die halt alle drei gefahren, die Triumph steht da um nichts nach den anderen, weil die Drehfreudigkeit hat schon extrem leiwand, dass die Abstimmung, das Ride-by-Wire, das haben sie echt gut hinbekommen und die fährt sich einfach so spielerisch. Ja, so ist es, also andere, dieser Motor, so habe ich es auch geschrieben in dem alten Master-Teil, dieser Motor charakterisiert das ganze Motorrad. So kann man, das ist ja immer bei Triumph, also das ist bei der Speed Triple auch schon ein ganz, ganz wichtiges Element, dieser Dreizylinder-Motor. Und es ist gut geglückt. Wie gesagt, Triumph hat es drauf mit der Abstimmung von den 3 Zylindern. Und insofern ist es eine gute Sache. Was mich auch freut, weil natürlich vor die Kosten angesprochen worden sind. Jetzt, das ist natürlich so,
ja, positiv und negativ. Wir sprechen von der Mittelklasse-Enduro, die in Deutschland 15 Flocken kostet. Ich meine, das, das sind mal die schlechten Nachrichten. Mittelklasse 15 Flocken ist schon mal heftig. Auf der anderen Seite hat sie gezeigt, dass sie richtig gut bestehen kann gegen ein Motorrad, das nochmal 5 Flocken mehr kostet, ja, gegen die Multistrada. Also Geld ist nicht alles. Generell muss man sich halt schon fragen, ob die Hersteller die Mittelklasse nicht, keine Ahnung, irgendwie gibt es ja dann gar keine Mittelklasse mehr. Das ist ja zumindest preislich nicht. Ja, das muss man so, so sehen. Generell ist das Preisniveau halt, vorhin hatten wir es ja schon bei den Touren. Wenn die Oberklasse immer viel ärger teurer wird, bleibt das die Mittelklasse. Alles ist relativ. Ja. Also das finde ich jetzt, das ist der einzige Kritikpunkt, der einzige Wermutstropfen durch diese üppige Ausstattung, wo wir vielleicht auch mitschuld sind als Redakteure. Wir fordern immer, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Hey, und jetzt bei der XC, also bei der Tiger hätte ich jetzt sofort gesagt, da fehlt der Schaltassistent. Also ja, man fordert immer, was nicht alles fehlt. Und dann sudern wir mal an, da wieso es 15.000 da kostet. Das ist da hast du völlig recht. Also auch bei uns schlagen da zwei Herzen in einer Brust. Einesteils schimpft man zu Recht auf die hohen Preise und auf die zum Teil auch überbordende Elektronik. Und auf der anderen Seite bepunkten wir diese Elektronik. Das heißt, wir belohnen sie. Viele Kunden möchten auch die Elektronik. Ich habe jetzt gerade beim Beispiel Honda Africa Twin mit dem Händler gesprochen, weil ich war da eigentlich auch sehr, eher kritisch, dass die Africa Twin jetzt den Ride-by-Wire hat. Das hat sie ja vorher nicht gehabt beim alten Modell und hat damit auch letztendlich ihre Einfachheit im positiven Sinne demonstrieren wollen. Jetzt hat sie eben dieses Ride-by-Wire und der Händler sagt mir klipp und klar, das wollten die Kunden. Also insofern, man weiß jetzt nicht genau, was man davon halten soll. Letztendlich ist es einfach eine Entwicklung, die eigentlich weder von uns, denke ich mal, als Medium noch auch von irgendjemand anders aufzuhalten ist. Das ist halt einfach so. Jeder Hersteller legt nach, wenn die anderen irgendwas machen, zieht er nach, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und Ride-by-Wire ermöglicht ja dann extrem viele Features, die eben nur durchs Ride-by-Wire möglich sind. Ja, genau. In den Tempomaten kannst du reingeben und dann hast du die Riding-Modes. Genau, und jetzt mit Euro 4 ist ohnehin nicht ganz so einfach. Bei Honda wiederum auf den Tempomaten verzichtet bei der seltsamerweise. Adventure Sports, verstehe ich nicht. Ja. Dafür triumpht auf Glaubenskrieg von den Kolleginnen und Kollegen, da Dreizylinder, schreibt jemand, es gewinnt das Moped, das jeder fahren kann, am wenigsten Emotionen erzeugt, weil der Moped-Knimo meint, Dreizylinder hat nichts verloren in einer Reisenduro und die anderen Kollegen schreiben schon, warum denn nicht, Dreizylinder ist doch gut. Also keine Emotionen erzeugen, Tiger 800, da steigt man immer mit einem Grinsen unterm Helm ab, oder? Das ist einfach ein geiles Motorrad. Ja, absolut, und vor allem ist es ja auch so, es schlägt sich ja auch gewichtsmäßig nicht nieder. Die Tiger ist sogar ein Kilo oder zwei leichter, glaube ich, als die 850 GS. Vier Kilo laut eurer Waage ohne Koffer, und bietet trotzdem noch ein bisschen mehr Zuladung. Auch interessant, Tiger 800, 216 Kilogramm Zuladung. Also das passt schon. Und zum Beispiel die Africa Twin 192 Kilo Zuladung, Ducati Multistrada 199 Kilo Zuladung, BMW GS 204 Kilo Zuladung. Also die Dreizylindermaschine, die eigentlich in einem Reisenduro-Vergleich nichts zu suchen hat, bietet richtig üppige Zuladung für Gepäck und Sozia. Genau, und nicht, ist aber für selbst Gepäck, vor allem nicht schwerer. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Gut, ich glaube, Reisenduros haben wir jetzt besprochen. Sicher überraschend, das war ein guter Einwand von dir. Ganz klare Aussage, die normale Africa Twin in den Alpen, deine Empfehlung im Vergleich zur Adventure Sports. Tiger 800 in den knappen Rennen geht jetzt ins Finale. Und jetzt gehen wir die nächste Kategorie an. Falkenfalle, vielleicht kannst du ganz kurz einleiten, die letzte Kategorie der Mittelklasse Naked. Dann blätter ich die richtige Seite rein. Na, dann mache ich das halt auch wieder alphabetisch, wenn ich es zusammenbringe. Ducati Monster 821, ich hoffe in dem schönen Gelb. Dann haben wir eine KTM 97 Duke, wir haben eine Triumph Street Triple S, also die einfachste Version, und wir haben die Yamaha MT-09 SB, also die Top-Version. Aber weil die halt neu gekommen ist. Weil die neu, genau. Geht nur sowas bei euch und daher auch wieder diese Spreizung zwischen Einsteigermodell in den Bereich der Street Triple, wo es drei Modelle gibt, und von Yamaha das Topmodell. Wollen wir erwähnen, wer letzter jetzt? Na, letzter ist eh. Sie sind relativ eng zusammen und es gibt auch zwei punktegleiche dritte Platz. Also dritten Platz, vielleicht fangen wir an mit dem dritten Platz. Zwei teilen sich den dritten Platz, nämlich die Ducati Monster 821 und die Yamaha MT-09 SB. Peter, fangen wir vielleicht damit an, Yamaha MT-09 SB. Das packe ich jetzt gar nicht, das ist ein Wahnsinn. Ein Motorrad mit so einem leimenden Motor am dritten Platz und kann
offensichtlich gegen die Triumph und gegen die KTM jetzt nichts ausrichten. Was war da los, ja, in dem Berg? Aber gut, wie du sagst, die Konkurrenz ist natürlich hart in dieser Klasse, also in diesem, ja, Mid-Naked-Bereich. Das war die engste Klasse. Ich denke, Klasse, okay. Stellt sich auch in den Punkten nieder. Also da war es wirklich überhaupt nicht vorhersehbar, wer könnte gewinnen. Also da sind wir auch mit unserer Expertise, denke ich mal, von verschiedenen Fahrberichten im Hintergrund einfach auch haben wir ein bisschen in den Nebel gestochert. Die MT09SP, natürlich ein tolles Motorrad grundsätzlich, vom Fahrwerk her natürlich 1A mit Öhlins, Ansprechverhalten, tipptopp, alles in Ordnung. Drei Zylinder, nicht ganz so geschmeidig und nicht ganz so kultiviert wie die Triumph Dreizylinder, aber dafür emotionsstärker. Also eigentlich ein tolles Motorrad. Das Einzige, was uns so ein bisschen gestört hat, war, dass der Lenker relativ weit hinten montiert ist, der relativ stark gekröpft auch ist. Das heißt, man von so einem Motorrad, auch von der Optik her, erwartet man ein bisschen so eine Grundaggressivität. Und die hat die Sitzposition ein bisschen weggenommen von dieser MT09SP. Und das hat uns jetzt, sagen wir mal, als kleine Nuance nicht so gefallen. Und das war letztendlich auch mit dem Punkt, warum wir die jetzt ein bisschen weiter nach hinten gerückt hat. Was ich jetzt gleich nämlich auch zeigen möchte, vielleicht nehmen wir kurz das Prüfstandsdiagramm ins Bild von der Ausgabe. Wir sehen hier, dass die MT09SP, also wenn man im Sattel sitzt, voll, du kennst das ja auch, MT09SP fühlt sich mörderstark an, komischerweise. Und wenn man nach einem Prüfstand sprechen lässt, sieht man, dass sie leistungsmäßig, von der Spitzenleistung her zum Beispiel, das Triple unterlegen ist, von den Messergebnissen her, und dass dieser ganze Buckel hier, dass da die KTM, dass das einfach voll mitschwimmt, dass die KTM da voll mithalten kann zum Beispiel. Das heißt, es hängt auch dieses subjektive Gefühl, wie stark der Motor ist, hängt natürlich auch sehr stark von diesem Ansprechverhalten an, von diesem Übersetzungsverhalten des Gasgriffs zu Hinterrad. Genau. Aber bei den Messwerten am Prüfstand und auch bei den Messwerten, wie man aus den Kern raus beschleunigt, hat man gesehen, dass das halt nicht ganz so, also nicht, die Dominanz war dann nicht da. Man muss einfach unterscheiden zwischen der objektiven Seite und der emotionalen Seite. Wobei, ja, wenn so ein Motor so impulsiv rüberkommt und man positive Emotionen entwickelt, dann muss so eine Schwäche eigentlich gar nichts Negatives sein, sondern das ist eigentlich dann auch ein Element des, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, des Erlebens Motorradfahren. Okay. Aber ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, ich habe zur A2-Version von der MT09. Die fühlt sich an wie 150 PS. Und die, ja, Triumph hat 113 laut Papier und die, ja, MT09 115. Aber es sind für mich Welten dazwischen. Ja, gefühlt. So. Ja, ist heftig. Gefühlt, ja. Und die Triumph hat mehr diesen Naked Bike, die Naked Bike Geometrie, finde ich. Genau. Das mehr ist langgezogen. Ja. Es stimmt schon, die MT09 SP, finde ich so, das, ja, wäre, wenn es die Supermotos nicht gäbe, wäre das diese Klasse. Vorhin irgendwie hat ein User schön geschrieben, einfach ein gerader Lenker, der Bernhard Cosmoto. Ein User. Der Bernhard Cosmoto, der hat geschrieben, ein gerader Lenker gehört halt drauf. So einfach kann die Lösung sein. Wir sind halt gezwungen, die Motorräder im Serienzustand zu testen, das ist mal ganz klar, so sind die Regeln, aber manchmal kann so eine ganz einfache Lösung auch den Charakter vom Motorrad deutlich beeinflussen und gerade Lenker, Sitzbankhöhe, Fußrastenposition, das ist natürlich ganz entscheidend, ja, für das Fahrgefühl. Hier in den Alpen, na, doch irgendwie offensichtlich andere Ansprüche, weil uns hat die MT09 bei unserem Naked Bike Vergleich, diese SB, die hat einfach schon alles platt gemacht, mehr oder weniger, vom Motor her. Ja. Und auch von der Sitzposition her haben wir uns halt schon gedacht, ja, das ist schon arg, aber sportlich. Ja, und kommt aber in den Alpen offensichtlich nicht so gut. Ja, nicht so gut. Also nicht so gut. Hallo. Alles ist relativ. Wir bewegen uns hier auf ganz hohem Niveau. Habe ich wie gesagt, für eine A2-Version ein Wahnsinn. Ne? Ja. Also okay. Vielleicht gehen wir dann gleich, nee, gehen wir gleich auf die Ducati Monster 21. Die teilt sich mit der Yamaha MT09SB diesen dritten Platz in dieser Mid-Size Naked. Das hat ja jemand vorher geschrieben, dass das keine Anfängermotorräder sind. Das ist nichts für Einsteiger. Sehen wir auch so. Das sind jetzt keine Anfängermotorräder, aber auch die Hersteller sprechen hier von einer Mittelklasse. Es ist ja auch wieder heftig. Ja? Mittelklasse, 100 PS, Schaltassistent drin und. Diese ganzen Klassen schieben sich nach oben. Das ist jetzt nicht nur ein Spezifikum dieser Klasse. Das ist, genau, das ist halt so ein Wettrüsten. Das, ja, ist halt, wie wir es gerade schon gesagt haben. Das nivelliert sich auf. Ja. Also ich finde persönlich, diese Mittelklasse, nennen wir es jetzt einfach mal so, Mittelklasse Naked Bikes, das ist schon für die Alpen was
ganz tolles auch. Das ist nicht so übermotorisiert wie jetzt in Power Naked, wo man sich auch ein bisschen, ja, wo man sich manchmal oder öfter sogar zurücknehmen muss. Aber so mit so einem Mittelklasse Naked Bike, auch was das Gewicht anbetrifft, natürlich ein bisschen leichter als die Power Nakeds. Und das ist, denke ich mal, schon der nahezu optimale Kompromiss, um Motorradspaß in den Alpen zu haben. Klar, Anreise etc., das ist da natürlich außen vor. So ein Windschutz wie die Triumph Tiger oder sämtliche Reise-Enduros bieten die natürlich nicht. Und sonstige Gepäckunterbringungsmöglichkeiten oder was auch immer, da lassen die natürlich viel federn. Aber der Fahrspaß an sich ist mit so einem Mittelklasse Naked Bike ist wirklich schon ganz, ganz oben. Und dann ist gut, manche Messwerte stehen hier drinnen und für manche ist es vielleicht nicht wichtig, für manche schon. Aber zum Beispiel Ducati Monster 821, von dem wir jetzt gerade sprechen, hat ein bisschen Punkte abzugekriegt bei der Zuladung. Sie kann man nur mit 177 Kilogramm beladen. Ist vielleicht für viele egal, aber für manche, die mit Gepäck und mit Sozius fahren, dann eben schon ein Problem. Vor allem, wenn man dann betrachtet, dass das Gewinnermotorrad dieser Klasse 243 Kilo Zuladung hat. Also da kann man noch eine zusätzliche Sozius mit dem Dritte quasi. Aber das ist schon heftig, was da für Unterschiede sind. Und ist ja gut, diese Übersicht hier zu bringen. Und auch der Preisunterschied auch heftig. Ducati Monster 821 kostet fast 2.000er mehr als das Gewinnermotorrad. Wenn man jetzt die noch kurz Revue passieren lässt, die Ducati Monster 821, was war so der Tenor der Tester bei diesem, auch wenn man jetzt die anderen jetzt direkt im Vergleich sieht, was waren ihre Stärken, ihre Schwächen bitte? Auch ein ausgefeiltes, gut umgängliches Motorrad. Ich persönlich mag den 821er Motor wirklich sehr, sehr gerne. Also er lässt sich einfach fahren, ist kultiviert, auch in den unteren Drehzahlen, hackt er nicht auf die Kette ein. Aber das, wie wir es gesagt haben, die Konkurrenz ist halt unheimlich stark. Und wenn wir nachher zu dem Siegermotorrad kommen, da liegt die Latte halt mittlerweile schon richtig hoch. Und die Monster 821 ist ein gutes Motorrad, zweifellos, macht Spaß, aber lässt sich halt nicht ganz so, ja, so geschmeidig fahren wie zu dem Motorrad, wo wir noch kommen. Und Peter, vom Fahrwerk her, ich bin die bei der Präsentation gefahren und das waren ganz üble Straßen in Italien. Und da habe ich befunden, dass diese 821er Monster einen guten Kompromiss hat zwischen der nötigen Härte, den halt ein sportliches Motorrad natürlich haben sollte, und aber auch einem gewissen Komfort. Ja. War das in den Alpen auch relevant? Habt ihr das auch befunden? Natürlich Gabel lässt sich ja nicht verstellen, glaube ich. Dann lässt sich nein, soweit ich weiß, bin ich nicht hundertprozentig sicher. Federverspannung. Genau, genau. Ja. Aber das ist natürlich schon ein Thema. Sie hat einen guten Kompromiss gefunden, ganz, ganz klar. Aber sie ist immer noch eher ein bisschen auf der sportlichen Seite. Und insofern, wie gesagt, zu dem Motorrad, wo wir nachher noch kommen, das ist einfach noch einen kleinen Tick besser. Mhm. Also insofern die 821 gut, aber es gibt ein bisschen bessere noch. Bessere. Mhm. Aber schon, der Julius Schleifer hat einen coolen Hinweis gebracht. Er hat bei seinem M09 das Dachgehäuse um 1 Zentimeter angehoben. Ja. Wegen Bremsflüssigkeitsbehältern. Und danach den Lenker nach vorne gedreht. Seiner Meinung nach perfekt. Und wir haben einen Mitarbeiter, der sagt gerade, diese Sitzposition gefällt ihm eben so gut an der M09SB, aber der ist auch, was ist der Max, 1,90 oder irgend sowas, ist ein richtig langer Hund. Die serienmäßige gefällt ihm am besten, ja, oder? Ja. Ah, das würde mich jetzt wundern, weil als großer Mensch bist du noch eher ein bisschen eingeengt. Der hat einen Mörderlenker wieder montiert. Ja. Das ist ja nichts vergisst, als was ich gesagt habe, der ist ja nicht serienmäßig an der Maschine. Ja. Also natürlich kann man dann sich helfen und kann die Maschine für sich zurecht biegen. Aber es ist natürlich schon eine ganz andere Sitzposition. Ist auch gut, dass diese Auswahl aber gibt. Das betrifft natürlich alle Testergebnisse, ganz klar. Alles, was wir kritisieren, kann man in der Regel auch verbessern. Und deswegen, bei uns gilt es als ehrenes Gesetz, der Serienzustand der Motorräder wird bewertet, alles andere wäre irgendwie nicht fair. Man könnte jedes Motorrad umbereifen, man könnte zum Beispiel im T09 den Lenker nach vorne setzen, einen weniger gekröpften LSL-Lenker zum Beispiel drauf machen und dann wären die Ergebnisse anders. Wir können das nur anstoßen und wenn die Leute das dann machen, dann umso besser, dann haben wir vielleicht auch was Gutes getan. Patrick Bierbauer schreibt was, also es ist super gleich ist für uns. Er ist gerade am Überlegen, am Umsteigen, entweder eine Duke 97 oder eine Street Triple und da finden wir jetzt vielleicht möglicherweise, können wir ein bisschen Hilfe geben. Zum einen einmal die Street Triple schon in der günstigen S-Version hier auf Platz 2 und ich habe es befunden vor Ort beim Fahren unspektakulär, aber ausgesprochen gut zu fahren. Für Platz 1 hat es dann nicht gereicht. Trotzdem muss ich sagen, braucht sich nicht schämen, weil sie eben gegen M9SB, gegen die Monster 821 mit einem deutlichen Kostenvorteil
auf Platz 2 vorgefahren ist. Ja, also ist wirklich unglaublich. Wenn man wie ist das gelungen? 9.000 Euro mit einem ganz normalen Basisfahrwerk. Das zeigt letztendlich aber auch, wenn eine Abstimmung gut ist, sei es vom Fahrwerk oder auch vom Motor, dass die dann auch funktioniert. Man braucht jetzt nicht alle Möglichkeiten, um das nachzuregeln. Betrifft zum Beispiel auch bei fast allen neuen modernen Motorrädern, dass sie ja verschiedene Mappings haben. Mhm. In der Regel kann man sagen, dass das normale Mapping eigentlich oder eine Stufe des Mappings eigentlich für alle Einsatzzwecke gut funktioniert. Und so ist auch bei der Triumph letztendlich. Die hat eine prima getroffene Grundabstimmung, sowohl beim Fahrwerk als auch beim Motor. Und dann braucht man eigentlich auch nicht nachjustieren, sondern kann man draufsetzen und kann fahren und gut ist. Mhm. Also schöner Platz 2. Facken vor allem, wenn du dir jetzt ein bisschen einnivellierst, diese Triumph Street Triple S, vielleicht im Vergleich zu dieser Duke 97. Was fällt dir alles ein? Die Duke 97 hier auf Platz 1, die Street Triple S, doch mit ein bisschen Punkt, doch mit einem deutlichen Punktrückstand zur Duke 97. Wie viel Ausstattung fehlt denn an Street Triple S im Vergleich zur Duke 97? Schon sehr viel, muss man sagen. Ja. KTM Kurven-ABS, hallo, Wahnsinn. Mhm. Da hat die Street Triple nur ein normales ABS. Traktionskontrolle, hat es das überhaupt? Die Triumph? Bob ist der, das kannst du nicht so aufladen, wir haben keine Ahnung. Ich meine ja, ich meine, doch ja. Na gut, ja, ich schaue. Ja. Jetzt auch nicht Hund, ich mag die Traction abschaltbar. Und das Ride-By Wire hat es auch und zwei Fahrmodi hat es. Und da hat KTM jetzt auch nicht viel mehr, da glaube ich drei Fahrmodi. Aber Kurven-ABS ist schon was Arges und bei KTM ist noch der Quickshifter mit Blipper-Funktion dabei. Dieses Race On, also dass das glaube ich mit dem Handy verbinden kannst, die KTM. Das sind so Spielereien, gibt, ja. Wir sind ja die Alten, wir brauchen das nicht, aber junge Leute werden das vielleicht auch als Argument für die KTM werten. Und ja, also wie gesagt, die Triumph um einiges billiger. Aber da gibt es halt eben leider für die S-Version eine R- und eine RS-Version. Ja. Ja, und wenn jetzt Geld wirklich keine Rolle gespielt, ist das ein Wahnsinn. Da kann das nicht die S-Version werden, sondern dann muss das einfach die RS sein, die wirklich tausendmal besser funktioniert. Aber okay, ihr habt gemerkt, dass die S super funktioniert. Wie man sieht, genau, die S-Version funktioniert gut und für 9.000 Euro, das ist schon mal ein vernünftiger Tarif und da kann man mitleben. Mir das entgegen, was du auch angesprochen hast, wenn das einmal gut standardmäßig eingestellt ist und nichts abstimmbar ist, ist das für mich perfekt. Weil ich habe das wenn man nichts einstellen kann, dann kann man es auch nicht verstellen. Was immer geschissener als vorher. Und daher, ich darf es eh nicht angreifen. Ja, und wenn nichts zum Angreifen ist, perfekt für mich. Weil dann kann ich mich auch darauf ausreden, nee, es war schlecht von Haus aus. Das habe ich aber gute Hinweise. Tobias Scharf sagt, bei der Streety wäre die R interessant gewesen. Bisher in den Tests Sekt, Klammer auf RS oder Seltas, Klammer auf die S. Also stimmt ein bisschen. Letztes Jahr war die RS ständig in den Tests, weil es natürlich ein neues Topmodell ist. Und jetzt die S ist irgendwie, wird jetzt heuer gern genommen, einfach um zu zeigen, glaube ich auch, also wir haben es auch gern drin gehabt, was man alles kriegt für überschaubare Kohle und irgendwie diese R, also wir haben das noch gar nicht getestet, habt ihr es irgendwo schon drin gehabt in einem Vergleich, Peter? Oder wie? Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, also ich selbst habe sie noch nicht gefahren, die R, ob sie den Kollegen schon gefahren haben, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Wir haben sie genommen hier im Vergleich, weil wir eben bei den Power Nakeds die maximal ausgestattete Version hatten, die RS für das Speed Triple. Und dann haben wir einfach als Kontrapunkt uns mit der Basisversion für die Street Triple entschieden. Das war eigentlich der ausschlaggebende Entscheidungsfaktor. Dann hat man auch eine super Spreizung auch von der Zielgruppe, weil immer nur die Top-Modelle ist vielleicht auch nicht so prickelnd. Jetzt finde ich auch eine gute Geschichte, hier immer wieder was anderes anzubieten. Und ein guter Einwand auch in deine Richtung, Fauli. Der Uwe Busch sagt, Fauli, wie oft hast du das Kurven-ABS in deinem Leben schon brauchen können? Ja, Uwe, auf gelesen, alle Fälle am Strand in Kroatien ist das braucht das Kurven-ABS. Da ist der kein Sturz bei 300, kein Sturz beim 90 Grad Wheelie, sondern Strandspaziergang Kroatien. Ja, also bei den Flipflops heißt das braucht das Kurven-ABS, da hättest du aber ordentlich geholfen. Aber lieber Uwe, auch wenn du es nur einmal brauchst, dann hat es sich schon ausgezahlt. Also es ist das Kurven-ABS, ich meine, du bist unser Techniker jetzt eigentlich in der Runde. Hallo, ich bin auch Techniker. Ja, okay. Also Peter, du bist unser Techniker in der Runde. Ein Kurven-ABS erleichtert oder ermöglicht also es auch in der Kurve, sozusagen voll rein zu bremsen, weil ja die Elektronik sich noch dazwischen schaltet und dann ein bisschen an Druck wegnimmt, wo eigentlich das Radl dann wegrutschen müsste, auch wenn du mit einem ABS, ist ja kein Wegrutschen. Ja, wir haben gesagt, ABS ist nicht das Allheilmittel, aber dieses Kurven-ABS ist einfach wirklich es bringt besser. Halt ein Stückchen mehr Sicherheit, es funktioniert ja so, wir hatten
auch schon, wir haben schon Versuche gefahren mit regulärem ABS, also kein Kurven-ABS bei 30 Grad Schräglage. Da lässt sich auf jeden Fall auch voll reinhufen. Das heißt, man auch da blockiert es nicht. Der Nachteil ist aber, bei einem normalen ABS, bei 30 Grad Schräglage und voller Bremswirkung, dann stellt es das Motorrad auf. Und zwar sehr schnell. Das heißt, man wird praktisch aus der Bahn geworfen nach außen. Und das Kurven-ABS verhindert es, indem einfach am Anfang noch nicht der volle Bremsdruck weitergeleitet wird, sondern es bremst am Anfang ein bisschen zaghafter. Und dann stellt sich das Motorrad auf. Und in dem Moment, wo man weniger Schräglage hat, nimmt die Bremskraft zu. Und das heißt, das Motorrad bleibt im Kurvenradius. Das ist eigentlich der Casus Knactus beim Kurven-ABS. Es bremst am Anfang nicht stärker, sondern es bremst weniger. Aber dadurch bleibt das Motorrad im Kurvenradius. Das ist der Casus Knactus. Und, also lieber Uwe, ich habe es schon einmal gebraucht, weiß ich nicht, aber nach einer Kurve, Fotokurve, sind auf einmal die Kollegen ganz knapp nach der Kurve stehen geblieben und ich bin noch ordentlich in Schräglage gefahren und habe dann einfach reingegriffen. Das macht man dann einfach, auch wenn es jetzt gar nicht so notwendig war. Also, ich glaube, es hat jeder dann schon einmal eine Angstbremsung gemacht. Und ob ich es jetzt wirklich gebraucht habe, weiß ich nicht, aber es hat jedenfalls geregelt. Das habe ich gemerkt. Ich glaube, so in Kurven-ABS oder generell ABS natürlich und Kurven-ABS im Speziellen ist einfach was für den Kopf. Man weiß, man kann im Fall der Fälle kann man voll reinbremsen und es passiert nichts. Und im Normalfall braucht man es nie. Das ist eigentlich auch die beste Lösung. Aber für den Fall der Fälle weiß man einfach, ich habe noch ein Netz, das unter mir gespannt ist, das mich vielleicht mal rettet. So, und was ist vielleicht auch interessant ist, wenn wir über die KTM Duke 97, über Siegermotor in dieser Midsize-Klasse jetzt sprechen. KTM 97 Duke ist der erste Motor, da haben wir es vor kurzem wieder diskutiert, dass im Prinzip jetzt, wo der Motor entwickelt worden ist, in einer Zeit, wo diese ganzen Fahrassistenzsysteme, eben auch das Kurven-ABS, aber vor allem der Quickshifter schon am Markt waren, das heißt, dieser Motor ist auch mit dem Wissen schon entwickelt worden und das, glaube ich, liegt auch das Geheimnis begraben, warum sich das dann so aus einem Guss anfühlt. Das ist nichts, wo dann im Nachhinein das Kurven-ABS appliziert worden ist oder im Nachhinein der Quickshifter draufgebaut worden ist und im Nachhinein die Traktionskontrolle. Dieser Motor ist gemeinsam mit der Elektronik entwickelt worden und Peter, vorher beim Kaffee hast du gemeint, diese Duke 97, eigentlich ein günstiges im Gesamtmarktumfeld betrachtetes Motorrad, hat deiner Ansicht nach jetzt den besten Quickshifter drauf? Ja, ich wusste das, wie gesagt, nicht, dass der Quickshifter praktisch mit dem Motor gemeinsam entwickelt wurde. Aber die Auswirkung habe ich gemerkt. Der Quickshifter, der funktioniert brillant. Das ist der beste Quickshifter in diesem ganzen Testfeld. Auch besser als der von der 6-Zylinder BMW, der ja wirklich auch schon gut ist. Also das geht, die 97 Duke lässt sich schalten wie Butter. Also man zieht da einfach den Schalthebel hoch zum Hochschalten oder tritt drauf beim Runterschalten. Wenn man es zu früh getan hat, dann wirkt die Anti-Hopping-Kupplung noch und verhindert das Stempeln des Hinterrades. Also das ist wirklich narrensicher und funktioniert brillant. Also besser geht es, denke ich mal, bei einem Schaltgetriebe geht es eigentlich nicht derzeit. Okay, und diese Duke 97, ist so, die hat richtig gut funktioniert bei euch im Test. Jetzt ist so, wir wollen da jetzt nicht lobhuden, KTM-Leute, wir können jetzt alles aufzählen, was richtig gut ist. Es ist ein ganz fantastisches Motorrad, die, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Fahrer glücklich gemacht hat. Gibt es irgendwas, was diese Wunderwaffe, die heuer so begeistert, nicht gekonnt hat in den Bergen oder war alles Leihwand? Eigentlich war alles Leihwand und wir sind ja aus Österreich, deswegen dürfen wir KTM auch wirklich loben. Vielleicht muss man ein bisschen Distanz haben. Das Motorrad ist nicht auf, sagen wir, von der Verarbeitung, nicht auf dem Niveau, wie man das jetzt kennt von einer 1290 Super Duke, aber wirklich nur alles Federelemente oder Bremsen, alles vom Feinsten dran ist und Geld in Anführungszeichen keine Rolle spielt. Man spürt an dem Motorrad schon, dass der Preis von 10.000 Euro jetzt in dem Fall, dass der gehalten werden musste. Man hat da schon ein bisschen gespart. Das heißt, die Federelemente sprechen jetzt nicht ganz so brillant an, wie man das von den Super Dukes kennt. Die Bremse ist jetzt nicht ganz so spitz wie 1A Brembo-Ware, aber insgesamt ist die 97 Duke einfach ein rundes, kompaktes, homogenes Paket. Und das ist eigentlich das, was man so mitnimmt von dieser KTM. Man setzt sich drauf, erwartet zunächst mal ein sehr sportliches Motorrad, hat dann einen bequemen Sitz, hat einen relativ hohen Lenker, hat relativ tiefe Fußrasten, ganz genauso wie man es kennt von der 1290 Super Duke und fährt dann. Und dann auf einmal wird das Motorrad zum agilen Sportmotorrad. Das heißt, man sitzt bequem, trotzdem hat man einen flotten Strich drauf und es ist alles geht ganz einfach. Alles, wir haben es so umschrieben, war da Playmobil irgendwie bei der Entwicklung mitbeteiligt.
Einfach so, das ist ein Spielzeug und das macht Spaß. Man würde dem noch nicht mal 800 Kubikzentimeter Hubraum zutrauen. Das geht, alles geht so leicht und fluffig. Und das charakterisiert eigentlich so diese 97 Duke. Und deswegen landet sie auch hier in dem Feld auf dem ersten Platz. Okay. Weil hier kann man langsam oder schnell fahren. Beides kann die 97 Duke. Und auch, denke ich mal, was das Spektrum von den Fahrern anbetrifft, ist mit der KTM am leichtesten umzugehen in diesem Viererfeld. Okay. Faktenvolle, Duke 97, Wünsche an den Beschwerden, oder? Wirklich, also lustigerweise schon im Vorfeld ein Kassenschlager, wo ich mir schon gedacht habe, na, schauen wir mal, ob es wirklich so leiwand ist. Und es scheint wirklich top zu sein. Auch der Preis stimmt. Na, man muss jetzt sagen, wenn die jetzt 3.000 mehr kosten würde, müsste sie das alles eigentlich auch viel besser können. Genau. Aber so der Preis ist einmal ein Hammer. Und ja, Optik wird oft angesprochen, muss ich auch sagen. Das Heck ist halt am Manko, das leider nicht auszubessern ist, also ohne, dass man es jetzt illegal macht, weil das Heck nun mal das Rücklicht da hinten an diesem grindigen Plastikausleger dran hat. Und, das ist schwierig für alle Stilisten, alle Designer. Auspuff ist halt auch ein Wahnsinn. Bei der Studie war der so hinten verlegt durch den hinteren Kotflügel. Das hat so leimend ausgeschaut, dass leider das Serienmodell viel geschissener ausschaut. Ja. Aber in Wirklichkeit auch nicht. Das sind die Sachzwänge letztendlich. Das Motorrad einfach besticht ja durch seine Werte, die es beim Fahren schafft. Und da wäre auch für mich jetzt, Nils, du hast ja ganz allein an der Dunlop Sportsmart TT-Version umlackieren lassen. Das mit personalisiertem Schalldämpfer. Ja, das hat er nicht einmal kommt noch ein Video, da kommt noch ein Video dazu. Nein, aber Burschen, eins muss ich schon sagen. Was jetzt ist, du hast jetzt im Prinzip was gesagt, was ein großes Lob und Rosen ist für die Duke 97, das heißt, sie fährt sich wie ein Spielzeug und so einfach und so weiter. Nur das finde ich auch, ist auch der größte Kritikpunkt von eingefleischten KTM-Fans, weil jemand, der früher eine KTM 99 Super Duke R gefahren ist oder eine 99 SMR oder eine SMT oder auch eine SMCR, eine 96er, das sind alles radikale Henkereisen von Leuten, die es richtig drauf haben im Sattel und richtig leibend fahren können. Und das kann jetzt jeder fahren. Das heißt, das nehmen diese harten Burschen aus der KTM-Fraktion, nehmen KTM das wahrscheinlich ein bisschen übel, dass das halt jetzt so ein massentaugliches Fahrzeug ist. Das verkauft sich ja zu Tausenden und das ist ein bisschen auch ein Kritikpunkt, den man halt anbringen muss für Individualisten, oder? Das ist letztendlich der Weg, den KTM gewählt hat, was. Und letztendlich lebt ein Hersteller von verkauften Motorrädern. Ah, ja, also insofern haben sie alles richtig. Und da haben sie alles richtig gemacht, dass dieser extreme Weg natürlich auch seine Grenzen hat. Das ist ganz klar. Der war auch imagebildend. Und das Image wird jetzt weitergetragen. Aber es ist klar, jetzt wird halt ein bisschen weicher gespült. Aber wenn ich sehe, jetzt im ersten Jahr bei der C97 schon die bestverkaufte KTM, zumindest in Deutschland, dann haben sie wahrscheinlich nicht allzu viel falsch gemacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, weil wir gerade vorhin das Thema hatten mit der, sag mal, etwas niederwertigeren Komponentenauswahl, dass es vielleicht irgendwann auch mal eine R-Version geben könnte. Wir haben noch nichts Konkretes. Auf diesem Modell ist es sehr spruchreif, allerdings von der 1290er haben sie es dann nicht in die andere Richtung gespielt. Mhm. Weil, Nils, du hast ja gesagt, dass die Federelemente deiner Meinung nach auf der 1290er nicht so der Wahnsinn sind. Also, wie soll ich sagen, 1290 Super Duke R habe ich mir damals gekauft und wollte damit Naked Bike Rennen fahren und wollte damit Rennen fahren auf der Rennstrecke und dafür waren auch die Federelemente nicht gut genug im Vergleich zu Super Duke R, die ich davor gehabt habe, zum 99er. Da ist generell, hat KTM nicht mehr so überdimensioniertes Fahrwerk drin, aber KTM hat man auch immer wieder mal in Gesprächen mitgeteilt, was diese radikalen Fahrzeuge an Stückzahlen gemacht haben draußen im Verkauf und was die massentauglichen Fahrzeuge gemacht haben. Also der Weg war offensichtlich der richtige und für die Hardcore-Individualisten gibt es noch dieses Powerparts-Programm und gibt es die R-Modelle, die dann irgendwann nachkommen. Aber Burschen, ich habe andere schlechte Nachricht. Wir senden schon 2 Stunden, wir sind noch nicht im Finale. Das heißt, da müssen wir die Schlagzahl erhöhen und... Ja, wir müssen jetzt einfach, meine Lieben, zusehen. Es ist komischerweise, du siehst da drüben diese Kurve, die ist sehr konstant. Es kommen tatsächlich noch laufend auch Leute dazu und es springt fast niemand ab. Das heißt, das ist eine sehr gute, angenehme Beteiligung. Das ist, die Kurve geht laufend auch nach oben mit den Zusehern, wie man da drüben sieht. Und du hast keinen Sendeschluss, da kommt nicht irgendwann das Testbild. Aber nach 2 Stunden ist schon heftig, weil das ist ja Wahnsinn, wie lange wir jetzt schon reden. Das ist ja fast unzumutbar für die Leute. Deswegen, vielleicht bis ich jetzt diese Unterlagen rauskrame, ich weiß, wer hat sich jetzt gemerkt, was hat es bis ins Finale geschafft? Einer von euch beiden müsste es jetzt bitte anmoderieren, was ins Finale geschafft hat und ich nehme das Heftel mal raus. Da. Wir können es uns teilen, gell? Tja, das können wir tun. Erste Kategorie, was waren das? Also bei den Adventure Bikes
haben wir vorhin schon erwähnt, die Tiger 800, 800 XCA. Richtig, genau, das gebe ich dir auch. Wollen wir ein bisschen näher doch? Nein, lieber nicht, das fällt uns dann jetzt wieder an. Die Mid-Nakeds haben wir gerade hochgelobt. Die KTM 97 Duke. Genau. Bei den Power Nakeds, da haben wir die Triumph Speed Triple RS genau. Mitgenommen. Die Bagger, also die BMW K1600B bei den Tourern. Richtig, und dann die hochgelobte Kawasaki Z900 RS bei den Retro bei diesen Bikes, bei den Modern Classics. Modern Classics. Genau. Gut, jetzt haben wir die fünf Modelle. Jo, aber Moment mal, Peter, fünf Modelle sind ja sechs, das darfst du nicht vergessen. Richtig, genau. Und zwar die Vorjahressiegerin. Genau, das ist das Konzept des alten Masters, dass die Vorjahressiegerin, die geht ja mit ins Finale. Das heißt, das ist ja letztendlich auch Sinn und Zweck, dass die bisherige Alpenmastersiegerin muss sich praktisch der nachdrängenden Konkurrenz stellen. Oh, das war ja die Royal Enfield Continental GT, oder? Also nein, richtig, nahezu, nahezu. Zwei Zylinder hat sie auch. Ja, ja genau. Nee, das war die R1200 GS Rallye. Rallye okay. ist, bedeutend in dem Zusammenhang, die hat ein Sondermodell eigentlich von der GS. Die hat ein Sportfahrwerk mit 2 cm längeren Federwegen, hat die blaue Farbgebung und so ein bisschen ja, Offroad gemixt, wenn man so will. Also letztendlich ein Untermodell von der R1200 GS. Du, wir haben jetzt den erfahrensten Zuseher damit gerade zu begrüßen, den Gusseisen. Und der Gusseisen schreibt jetzt guten Abend, ist jetzt eingestiegen in der Sekunde, wo wir vom Finale sprechen. Meister, also, ich will jetzt nicht sagen, du hast nichts verpasst bis jetzt, wir reden schon 2 Stunden. Aber genau richtig. Genau richtig, haben wir also den Gusseisen super gemacht, 2 Stunden erspart, jetzt kommt es ins Finale. Eins müssen wir dich schon noch fragen, Peter. Im Prinzip das Finale ist jetzt ein ganz anderer Test. Im Prinzip kann man das jetzt abschließen, was bisher gelaufen ist. Genau. Jetzt stehen 6 Motorräder, stehen dort 6 Testpiloten gegenüber, richtig. Die jetzt quasi einen ganz eigenen Test fahren, damit nichts mehr was zu tun hat, was vorher gelaufen genau, ist. Genau, wir drücken praktisch den Reset-Button beim Alpenmaster. Wir haben es die ganze Zeit jetzt schon behandelt. Vorher haben die Motorräder nach Punkten bewertet. Wir haben im stillen Kämmerlein nach dem Test da gesessen, haben die Motorräder bepunktet und die Reihenfolge dann festgelegt. Jetzt haben wir diese 5 Gewinner plus die Vorjahressiegerin. Und da haben wir es uns auch, um ein bisschen Abwechslung da reinzubringen in den Alpenmastersablauf. Wir haben einige Partnerzeitschriften im europäischen Ausland. Und das ist InMoto in Italien, das ist Motociclismo in Spanien, MotoPlus in Holland, Motorrad Skandinavien in Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark, Motorevia in Kroatien. Das wären eigentlich die wichtigsten Partnerzeitschriften. Haben wir 5, okay. Wenn ich richtig bin. 5 plus euch. Das heißt, genau, das müssen wir nochmal klar halten. Über den Gewinner und Verlierer in diesem Finale entscheiden Menschen aus 6 unterschiedlichen Ländern. Richtig. Also genau. Deutsche, Kroaten, also jeweils genau. Ein Deutscher, ein Kroate, Italiener, Spanier, Holländer und ein Schwede. Ganz genau. Hat folgenden Hintergrund. Erstens mal wollten wir dem ganzen Alpenmaster, oder haben wir dem Alpenmaster, weil das haben wir ja schon viele Jahre, dieses Konzept, einen internationalen Anstrich gegeben. Das heißt, diese Redakteure von diesen Zeitschriften, die kommen nicht nur bei uns und fahren da mit den Tag und bestimmen dann, wer den Alpenmaster von Motorrad in Zukunft geben wird, sondern die drucken dieses Alpenmaster eben auch ab. Das heißt, der ganze Test findet nicht nur im Motorrad statt, sondern letztendlich europaweit. Okay. Und subjektiv aus dem Grund, weil wir da einfach auch die anderen Märkte, nicht jeder Motorradmarkt funktioniert gleich, das wissen wir ja. Das heißt, Italiener bevorzugen andere Motorräder wie Spanier und die sowieso ganz andere wie die Deutschen. Und aus dem Grund laden wir eben, wie gesagt, möglichst eine breite internationale Kollegencharter ein. Die haben alle Minimum 10 Jahre Motorrad-Testerfahrung. Minimum, das sind zum Teil noch viel, viel länger. Das heißt, das sind schon richtig gestandene Profi-Tester. Und das Konzept läuft so. Wir haben da in diesem Falle jetzt eine ganz, ganz lange Finalrunde, 430 Kilometer an einem Tag und über 5 Pässe. Und das heißt, auf jedem Pass wird ein Motorrad abgewählt. Da stehen wir oben zusammen, jeder macht sich sein eigenes Urteil. Wir sprechen da auch nicht ganz groß drüber, weil wir möchten die Leute nicht beeinflussen, sondern jeder soll sich in der Zeit, wo er fährt, wir springen immer von Motorrad zu Motorrad, alle paar Kilometer wird gewechselt und da soll sich jeder ein Bild machen von den jeweiligen Motorrädern. Viele Kollegen kennen die natürlich auch schon von vorherigen Testfahrten, also es ist nicht so, dass die das erste Mal jetzt auf den Modellen sitzen. Und dann wird ein Motorrad nach dem anderen abgewählt und wer zum Schluss übrig bleibt, ist der Alpenmaster. Okay. Was wäre, wenn jeder ein anderes Motorrad ab
wählt. Dann ist er 1:1:1:1. Genau. Ja. Das Szenario haben wir uns noch nicht überlegt, weil wir es gebraucht hatten. Also wenn irgendwas würde uns einfallen, wenn wir es dann gebraucht hätten. Dann aber bislang. Dann wird es in einem Raufhandel entschieden. Möglicherweise wird es dann ein bisschen handfester ausgetragen. Aber diesmal nicht aber notwendig. Nee, das ist immer eigentlich recht klar. Wenn man das jetzt zum Beispiel hier jetzt verratet, wir haben jetzt zum Beispiel die Triumph Speed Triple S, überraschenderweise für mich, ist als erstes abgewählt worden. Bitte, liebes B-Triple-S-Fahrer, seid jetzt nicht irgendwie angefressen, weil es jetzt quasi nur Sechster ist. Sie ist im Finale. Ist es quasi ein Sieger. Hat eine Klasse gewonnen. Aber jetzt dort, bei dieser 34-Kilometer-Runde, beim ersten Pass, sind sechs Menschen zusammengestanden und sechs Menschen haben gesagt, welche lassen wir stehen? Also nicht wirklich stehen, genau. Welche kommt nicht weiter? Und da haben wie vier Leute gesagt, die bleibt da? Oder was bedeutet das? Genau, so ist es. Das Votum 4:2 oder 1:1. Was heißt 1:1? Das sind insgesamt sechs Stimmen. Das heißt, vier wollten die Speed-Triple am Pass abwählen und zwei andere haben dann jeweils ein anderes Motorrad noch abgewählt. Also nicht das gleiche, sondern Also die BMW. Das ist aber heftig, dass das so... Und habt ihr nicht vorher gesprochen? Nein, wir haben nicht vorher gesprochen. Also für mich war dieses Ergebnis das Überraschendste vom ganzen Alpenmaster, weil ich hätte nie gedacht, dass die Speed Triple da als erstes Motorrad klein beigeben muss, weil wir haben sie gesagt, es sind alle Siegermotorräder und die Speed Triple, die hat ja wirklich einen brillanten Auftritt gehabt mit Ölinsfederung, mit allem, was man sich nur vorstellen kann. Meine einzige Erklärung für dieses Votum ist, dass das erste Motorrad war. Das heißt, wir sind früh morgens gestartet. Da war es noch, man sieht es auch auf den Bildern, da war es noch ein bisschen neblig, war auch noch kalt. Und da ist die Speed Triple halt mit ihrem aggressiven Charakter einfach da ein bisschen in Misskredit geraten, mag ich mal sagen. Also so, da konnte man eben nicht so befreit auffahren, wie mit einem einfacher zu fahrenden Motorrad. Und da habt ihr alles durchgetauscht. Also jeder ist natürlich diese Maschine auch gefahren. Natürlich, ganz klar. Okay. Geht ja nicht anders. Wir sind sogar, haben noch eine Extra-Schleife eingebaut. Wir sind auf der Galibier hochgefahren, sind auf der anderen Seite dann runtergefahren und dann erst wieder zurück. Einfach, dass wir genügend Fahrzeit hatten, dass jeder mal drauf fahren konnte. Aber wie gesagt, die Kollegen sind nicht alle zum ersten Mal auf den Motorrädern gefahren, sondern das sind Profitester, also das ist denen ein Beruf. Und die kennen die Modelle genauso gut, wie wir sie kennen von Präsentationen. Das ist aber heftig. Hab mich dann überrascht. Noch einmal, wir sprechen hier von einem Gruppensieger, liebe Speed Triple Friends. Sie dürfen trotzdem die Fahne ganz, ganz toll schwenken. Sie ist halt dann dort oben auf dem ersten Pass, Col de Galibier, hast du gesagt? Richtig, genau, war der erste Pass. Das Wetter war, sagst du, gut und trocken, aber etwas trüb. Es war gut, es war halt morgens, man sieht es auch auf den Bildern, morgens war es eben kalt und etwas neblig. Und insofern, sagen wir mal, die Umstände haben es ein bisschen begünstigt, dass die Triumph da so schnell klein beigeben musste. Schade eigentlich, aber es ist halt mal so. Unser Kollege, der Gary Nordström aus Schweden, war also tief geknickt, weil der hat die Triumph schon im Hinterkopf als Alpenmaster-Sieger abgespeichert gehabt. Und hat dann neu überlegen müssen. Dann. Ja, genau, da musste halt sein Lineal da neu justieren. Ja. Aber ist so. Jetzt schreibt zum Beispiel der Gusseisern, etwa jede zweite Maschine, die mir bei einer Ausfahrt Richtung Alpen entgegenkommt, ist eine GS. Mhm. Unglaublich. Da schreibt er jetzt, wahrscheinlich auch, weil er jetzt vielleicht ein bisschen traurig ist, dass jetzt die Speed Triple S als so anbetungswürdiges Motorrad da ausgeschieden ist und nicht die GS. Unglaublich, es ist aber so. Sollen wir einfach mal sagen, zu dem Thema GS kommen wir nachher. Ja, es hat oben einer geschrieben noch, es kann doch nicht sein, dass die olle GS schon wieder gewinnt. Wissen wir jetzt noch nicht, ob es gewinnt. Wir sind jetzt erst bei Platz 6. Aber weißt du, was mich jetzt echt wundert? Peter, wir senden jetzt seit 2 Stunden. Ja. Und normalerweise, wenn man von einem Testfahrer spricht, 2 Stunden lang, da kommen doch irgendwann die ersten Leute sagen, das gewinnt immer eine GS. Du bist doch auf einem Messestand auch immer bei euch, beim Motorrad. Das ist bei uns. Wie oft sagen das die Leute auf der Messe, wenn du bei irgendeinem Motorrad stehst, da kommen doch immer Leute und sagen, es gewinnt die GS, oder? Bei uns ist das ein leider, muss ich sagen, ein ganz... ist ein permanentes Thema auf den Messen. Wir gehen das Thema auch sehr offensiv an, kommen wir nachher auch dazu, dass bei Motorrad BMWs immer gewinnen würden. Das stimmt natürlich auch. Viele BMWs haben schon Vergleichstests gewonnen. Uns wird dann immer unterstellt, wir sind gesponsert bzw. bestochen oder wie auch immer parteiisch. Ich kann hier, wie ich hier sitze, mit aller Aufrichtigkeit sagen, also ich schreibe jeden Text als Redakteur, zunächst mal autark, mir sagt keiner irgendwas, was ich zu schreiben habe. Und dann geht es in der nächsten Instanz an den Chefredakteur. Und es ist mir in meiner wirklich langjährigen Laufbahn noch nie passiert, dass der Chefredakteur mal irgendeine Zeile zugunsten BMW geändert hat. Sondern das Ergebnis, das wir im Heft haben, das
kann ich auch so vertreten. Mhm. Ich verstehe aber, wenn es ist nicht jeder BMW-Fan. Und das tut dann schon ein bisschen weh, wenn man immer wieder lesen muss, jetzt ist die GS wieder vorne oder die K1600, wenn man sie jetzt vorhin in der Touring-Klasse als Siegerin gesehen haben. Das schmerzt dann schon, weil das Thema Motorrad ist eben kein rationales Thema. Wir haben es ganz, ganz oft hier jetzt angesprochen. Man ist auch Fan einer Marke oder Fan eines Konzepts. Und wenn man nie sieht, dass das Motorrad jetzt da mal auch einen Test gewinnt, dann tut es verständlicherweise ein bisschen weh. Aber ich kann nur noch mal bestärken, die Tests laufen ehrlich und sauber und wirklich seriös ab. Und jeder, der mit uns auf den Tests schon war, wir haben ja gelegentlich auch mal einen Lasertest, beziehungsweise Kollegen, die dann dazukommen. Und die sind eigentlich auch letztendlich einheitlicher Meinung, was das Testergebnis anbetrifft. Also wir haben da selten Diskrepanzen. Und insofern kann ich das halt nur sagen und ich weiß, es werden mir natürlich nicht alle glauben. Du, es ist wie es ist, in dem Test kannst du dich jetzt entspannt zurücklegen. Im Prinzip warst du hier einer von sechs. Und der Andrea Padovani, den kenne ich zum Beispiel, der kommt ja auch von diesen Italiener, genau. Der gehört ja nicht mal zu euch zum Konzern. Also das ist eine unabhängige Zeitung, sich hier beteiligen und hier mitmachen. Das ist ja kein Konkurrenzverhältnis, weil das ist eine italienische Zeitung, das ist jetzt eine deutsche. Das heißt, mit denen kann man locker zusammenarbeiten. Wir arbeiten gern mit denen zusammen und es ist auch nicht so, dass der jetzt als Italiener da unbedingt eine Ducati im Finale haben möchte oder vielleicht sogar noch vorne als... Sondern ich denke einfach, wir sind alle Profi genug, dass wir wirklich die Qualitäten und die Eigenschaften der Motorräder vernünftig beurteilen können und dementsprechend auch unser Urteil fällen. Und dann haben wir jetzt das nächste Votum, wenn wir gleich zum nächsten weitergehen, was wir eigentlich wahrscheinlich geglaubt hätten, dass die schon vorher rausfällt. Aber sie hat zumindest einen Passwort überstanden, die BMW K1600B. BMW K1600B, und da sieht man, da war es dann schon ein bisschen knapper. Hier haben zum Beispiel dann drei Journalisten von euch gesagt, oder drei Redakteure gesagt, die muss raus. Zwei oder eine haben schon für wen anders gestimmt. Also hier war schon ein knapperes Ergebnis, aber am Ende des Tages waren es dann doch drei, die gesagt haben, die soll jetzt da bleiben. Also die brauchen wir jetzt nicht. Stimmt, aber auch das wundert mich, weil ich hätte gedacht, die fliegt als erstes raus und zwar mit 6-0. Weil es halt doch wirklich ein Trumpf von Motorrad ist. Zwar Siegerin in der Tourenwertung, aber letztendlich jetzt gegenüber den anderen Motorrädern an Agilität oder sonst irgendwie gar nichts entgegenzusetzen. Vielleicht hat auch da aber dieses in der Früh ein bisschen neblig und nicht so toll. Du meinst, dass die Sinne vernebelt waren. Auf so einer Maschine. Nee, aber es hat, wollte ich gerade sagen, es hat eben auch Komfort. Elemente, die Federung ist top, du hast Sitzheizung, Lenkerheizung, alles was du brauchst, ein toller Windschutz. Genau. Ist auch ein Aspekt. Okay, und wenn man das jetzt kurz zwischenwertet, wie seid dann weitergefahren zum Col de la Madeleine? Zuerst sind wir auf der Col de Serran gefahren. Da wurde ja die BMW abgewählt. Ja. Und dann sind wir von dort aus mit einem langen Transfer auf den Col de la Madeleine gefahren. Okay, und dort waren noch vier Fahrzeuge mit dabei. Die Tiger, die Cover Z900S immer noch als Retro-Bike, mörderisch. Ja. Das Midsize Naked Bike, die 97er Duke. Und die 12er GS Rally. Das heißt, wir haben noch vier Motorräder im Rennen. Und dort hat dann die Duke quasi WO geben müssen. Überrascht mich jetzt auf der einen Seite, dass die so lange durchgehalten hat. Auf der anderen Seite überrascht es mich, dass die Z900S noch immer mit dabei ist. Das ist irgendwie faszinierendes Ergebnis. Jedes Ergebnis dieser drei Plätze, die wir jetzt schon abgehandelt haben, hat mich erstaunt, weil ich habe die KTM, weiß ich sicher, nicht abgewählt, weil für mich war es eigentlich klar, dass als nächstes normalerweise die Z900 RS raus eliminiert werden müsste. Aber da sieht man halt auch, dass letztendlich, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Mentalitäts- oder Charakterunterschiede zwischen den einzelnen Nationen, dass das auch auf die Wahl dann durchschlägt. So, es waren fast alle Redakteure waren gebannt von dieser Z900 RS. Erstens, weil sie gut fährt und weil die Optik einfach passt. Jeder ist begeistert von der Z900 und rein von den harten Fakten hätte die KTM weiterkommen müssen. Aber daran merkt man, dass fix keine geschobene Partie ist, weil eine fesche Österreicherin kann man nicht einfach sozusagen raushauen. Es war kein Österreicher-Test. Ich war dann immer dabei. Ich weiß gar nicht, was ich draußen lassen hätte. Keine Ahnung. Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich hatte die Cover rausgewählt und habe mich gewundert. Aber letztendlich, wir haben es hier 4-2. Also relativ klar ist es ausgegangen. Und ist so. Letztendlich kann man... Und jetzt finde ich es gut. Das kommt, also wir haben jetzt davor kurz über die GS gesprochen, die ja quasi als letztjähriger Sieger mit reinkommt.
Die GS ist mein 14. Moped, schreibt der Michael Nelke. Und bis jetzt die, mit Abstand die pragmatisch beste, schreibt er. Dann schreibt ein anderer, ich fahre zu 99% mal eine Stunde nach der Arbeit meine Hausstrecke, da ist eine GS einfach das richtige Moped. Und dann schreibt ein Kollege, er findet, dass die GS zu klein ist. Und der Gusan schreibt, wieso? Die GS ist doch wie geschaffen für große Fahrer. Also in Summe muss man sagen, dass schon offensichtlich viele Leute das auch so sehen, dass die GS ganz grandios ist, weil sonst würden sie nicht so viele kaufen. Aber vor allem bei der Größe gibt es dann möglicherweise noch etwas Auffassungsunterschiede. Ja. Auf jeden Fall ist die GS die meistdiskutierte Testmaschine, die wir beim Motorrad haben. Immer in jedem Test gibt es da die meisten Resonanzen, ob positiv oder negativ. Okay. Okay, dann, dann flog die 97 Duke raus, dann kam es weiter und dann wird es ja schon richtig eng. Da sind ja nur mehr drei Motorräder da, dann kommt schon langsam ins Finale und dann blättert man in diesem Heft jetzt weiter und dann kommt man dann zu dieser Seite, wo dann quasi nur mehr drei Motorräder im Bild sind. Die GS, die Kawasaki Z900S und die Tiger 800. Genau. Es sind ja viele, wie soll ich sagen, was wir jetzt so kurz abfrühstücken, das sind ja wirklich viele Seiten, die da produziert. Das ist echt viel Material auch zum Lesen da, wer für die Liege am Strand noch was braucht. Aber da hat dann später aber doch die Z900S als Retro-Bike dann doch noch, wie soll ich sagen, ja, das liegt zurückstecken müssen. Liegt in der Natur der Sache. Wir haben es hier auch erwähnt, in den vergangenen, ich glaube, in 13 Alpenmasters hatten wir, glaube ich, 8 oder 9 Mal eine Reise-Enduro als Sieger, weil das natürlich auch so ein bisschen im Konzept einer Reise-Enduro liegt. Du kannst da komfortabel mit anreisen, hast einen Windschutz, hast vernünftige Gepäckunterbringungsmöglichkeiten und kannst dann in den Alpen trotzdem schön und zügig und schnittig Motorrad fahren. Und insofern liegt das Konzept für einen Alpenmaster einer Reise-Enduro auf jeden Fall am nächsten. Und dass dann jetzt die Z900RS da den kürzeren gezogen hat, das ist eines Teils logisch, auch von der anderen Seite ist höchst achtbar, dass ein Retro-Bike sich so weit nach vorne hangeln konnte im Resultat. Und dann ist so, dann gibt es natürlich das große Finale. Und was war dann die letzte Strecke? Wo seid ihr dann? Und dann sind wir auf dem Col de Glandon, ich weiß nicht, ob wir den schon erwähnt haben, da sind wir hochgefahren. Übrigens ein ganz toller Pass, wer jemals da runterfährt in die Gegend um den Galibier, der sollte den Glandon auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein ganz kleiner Einstieg, schmale Straße, geht ewig lang durch den Wald. Zum Schluss wird er steil, man kommt über die Baumgrenze und das ist ein richtig tolles Erlebnis. Und wer dann ganz oben steht, der sieht schon auf der anderen Seite die Spitze des Col de Croix de Fer. Kann man rüberfahren, kann dann entweder hinten runter über den Col du Molard oder zurück nach Le Bourg d'Oisans Richtung Galibier fahren. Also einfach, wenn man 10 Tage lang über diese Pässe fährt, dann sollte man die irgendwann mal auch beherrschen. Also es ist eine Gegend da unten, die wirklich lohnt, mit dem Motorrad zu bereisen. Und je später man im Jahr ist, wie gesagt, wir waren Anfang Mitte Juni, das heißt unser erster Tag, da wurde morgens um 11 der Galibier aufgemacht, also das heißt die Schranke auf, weil sie Schnee geräumt hatten. Und wir sind aber nachmittags um 14 Uhr da. Das heißt, wir waren wirklich fast die allerersten, die da oben standen. Und die Straßen waren echt noch in anspruchsvollem Zustand. Und es bessert sich natürlich von Woche zu Woche, wenn mehr Verkehr kommt. Und insofern, wenn man da jetzt hinfährt in den Sommerferien, der absolute Tipp. Okay, da gibt es gnadenloses Feedback. Gäse ist toll, nur kann man sie in Wien nicht abstellen, dass über Nacht nach Serbien exportiert wird. Weiß man nicht, ob Serbien vielleicht auch irgendwo anders sind. Zweimal, danke für das Mitleids-Kaffeetasserl. Ich glaube, wir haben ihm nachher eine Kaffeetasse geschickt als Trost. Ja, und dann gab es halt das große Finale, wo im Prinzip eine Tiger 800 gegen den Vorjahressieger, gegen die 12er GS antreten muss. Und dann sind dann immer aber noch 6 Piloten gefahren. Ihr habt dann einfach so lange durchgetauscht, bis ihr gesagt habt, jetzt wählt ihr quasi jemanden raus. Genau, wir haben ja 433 Kilometer Finalrunde. Ja. Das heißt, da schrubben wir den ganzen Tag letztendlich, weil wir machen auch zwischendurch noch Fotos. Aber 433 Kilometer, wer sich im Gebirge auskennt, weiß, dass das eine richtige Distanz ist. Also da braucht man wirklich von dem ersten Hahnenschrei bis zur Dämmerung. Und so lange sind wir auch gefahren. Und da springen wir permanent von Motorrad zu Motorrad. Also jeder hatte bis diese Distanz rum war, wirklich 3, 4, 5 Mal auf jedem Motorrad gesessen. Fragt mal, Frau, was ist? Willst du da nichts damit machen? Mhm. Ja, ich steige dann erst bei den letzten zwei. Ich fahre alles mit dem Auto.
Nein, es waren die ersten Tage, sind noch gegangen, da waren die Testrunden, glaube ich, kleiner. Ja, aber in den Bergen so eine 400-500 Kilometer Runde, das ist schon eine heftige Geschichte. Aber am Ende des Tages war es dann so, Stimmen waren dann 4-2. Zum Glück muss man sagen, ein deutliches Ergebnis, weil dann hat man auch nicht diskutieren müssen wahrscheinlich. Aber es gab Gegenstimmen, die dann halt, man sieht es hier, geknickt etwas waren, oder? Ja, das ist also der besagte Kollege Andrea Padovani, der also wirklich gekämpft hat für die Triumph Tiger bis zum Schluss. Also das war einfach sein persönlicher Favorit und sich da halt dann geschlagen geben musste. Und er hat es auch schön eindrücklich im Bild hier dokumentiert. Aber man muss halt sagen, die 800er Tiger, wir haben es ja hinlänglich vorhin gesagt, das ist einfach ein tolles, schönes, einfach zu fahrendes Motorrad. Und die GS, muss man auch einfach so sagen, die hat halt in diesem Vergleich, sie hat ein bisschen mehr Leistung. Das ist aber gar nicht das eigentliche Thema gewesen. Aber gerade dieses Fahrverhalten der GS, viele kritisieren ja immer dieses mangelnde Feedback der Telelever-Front. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, und das dauert gar nicht so lange, also das ist 1-2 Stunden, wenn man mit dem Motorrad gefahren ist, dann weiß man, was man der Front zutrauen kann. Das ist einfach ein toll zu fahrendes Motorrad. Mhm. Und wir wussten natürlich, welche Reaktionen wir da erzeugen jetzt, wenn wir die GS wieder auf Platz 1 wählen, weil wir haben es auch im Text erwähnt, nicht alle Motorradfahrer mögen BMW, und wenn man so ein Motorrad jetzt auf Platz 1 wählt, dann erzeugt man natürlich Missgunst bei vielen. Aber wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist es einfach das beste Motorrad in den Alpen und nicht nur in den Alpen. Das ist auch im Flachland ein gutes Motorrad. Und wenn man sieht, dass die Verkaufszahlen jetzt im Jahr 2005 hat sich die BMW, die GS, an die Spitze der Verkaufshitliste in Deutschland gesetzt und ist bis zum heutigen Tag nahtlos, also 13 Jahre lang, dann hat es auch sicherlich einen Grund, und der liegt nicht nur darin, dass Motorrad immer die gewinnen lässt, sondern dass es einfach ein gutes Motorrad ist. Okay, ja gut. Bitte, ich wollte nur sagen, da seid ihr ja dann aber immer wieder umgestiegen von der Tiger 800 auf die GS. Natürlich. Und weil du das Fahrwerk angesprochen hast, ist dann trotzdem wieder Eingewöhnungsphase, oder ist das dann irgendwie... Ich muss sagen, ich selber habe so viele Kilometer schon auf der GS gefahren, weil man natürlich... Das ist sofort einfach Das hast du dann nach ein paar wenigen Metern eigentlich schon dieses Gefühl, weil du weißt, was auf dich zukommt. Aber man muss sich da einfach drauf einlassen. Das Telelever ist eine andere Radführung, wie man das von einer Telegabel gewohnt ist. Dieses Feedback, da muss man sich rantasten. Und wenn man das aber dann drin hat und wenn man weiß, was man dem Vorderrad zutrauen kann, und das ist ganz schön viel, dann genießt man halt solche Dinge wie jetzt, dass das Telelever zum Beispiel einen Nickausgleich hat. Das heißt, wenn du jetzt bergab auf eine Kehre zubremst, jedes andere Motorrad geht vorne eben rein und man muss sich stark abstützen am Lenker, und die GS bleibt halt durch diesen Nickausgleich nahezu oben. Wobei das mittlerweile ja viele Motorräder schaffen durchs elektronische Fahren. Genau. Also das ist, sind wir schon so weit, dass diese Konstruktion nicht mehr zwangsläufig notwendig ist. Da hast du völlig recht. Ein gutes Beispiel ist die 1290 Super Adventure von KTM. Die hat ja ein semi-aktives Fahrwerk. Das heißt, da wird die Dämpfung auch über verschiedene Parameter gesteuert, unter anderem vom Bremsdruck. Mhm, und genau, wenn du jetzt auf eine Kehre zufährst und du bremst, je heftiger du bremst, desto mehr dreht die Elektronik dann die Druckdämpfung zu, und dann bleibt das Vorderrad auch, der braucht die Vorderradgabel auch oben, und das spürt man. Das ist eigentlich sogar der spürbarste Effekt von einer semiaktiven Federung. Und insofern besteht ja dann auch mal die Hoffnung, dass nicht immer nur die BMW Alpenmaster wird. Ja, was jetzt jemand geschrieben hat, auch interessant. Warum kann eine Triumph Tiger 800 nicht gegen eine BMW R1200 GS gewinnen? Also die Tiger 800 hat ja gegen die 850er GS hat sie ja gewonnen in der Vorauswahl, quasi in dieser Reise Enduro-Liga. Und quasi können wir so sagen, bei den 800ern hat Triumph die Nase vorne. Aber selbst wenn man jetzt die große 12er Explorer mit reingenommen hätte, die hat ja schon mehreren Vergleichstests, muss man sagen, immer wieder doch mal den Kürzeren gezogen gegen die 12er GS. So ist es. Also ich bin mir sehr sicher sogar, weil wir hatten die ja auch im Alpenmaster schon öfters dabei, die 1200er, die große Tiger. Und das ist einfach ein kräftigeres Motorrad natürlich wie die 800er, aber auch ein massigeres, schwereres Motorrad. Und dieser Dreizylinder, der große 1200er, den spürt man von der Masse eben
deutlich mehr als diesen kleinen 800er. Also es hat auch Nachteile. Ja. Ich muss sagen, dass ich finde, dass GS ist die 12er das bessere Motorrad, wohingegen bei der Tiger finde ich persönlich die 800er das bessere Motorrad. Ja. Und das ist vielleicht ja auch eine gute Information für euch, wer eben kein richtig fettes, hubraumstarkes Motorrad haben möchte, der hat ja mit dem Platz 2 neuen Test eine ganz famose Wahl, die Tiger 800, und wird damit super glücklich sein mit deutlich ein paar tausend Euro günstiger als die GS. Und die GS-Fahrer dürfen sich wieder bestärkt fühlen. Sie hat sich dieses Siegel des Alpenmasters, hier haben wir da, das ist quasi euer Logo, Alpenmasters 2018 geholt. Jetzt ist aber dann schon spannend, weil im Prinzip es munkeln ja alle, oder die Leute munkeln, dass es angeblich eine neue GS gibt fürs nächste Jahr. Man spricht ja von so einer 1250er. Es könnte ja so sein, weil mit dem elektronischen Fahrwerk und so weiter, es könnte ja sein, dass das jetzt die letzte GS war mit Telelever. Das heißt, wie ist das dann, wenn jetzt diese 12er GS neu kommt tatsächlich für nächstes Jahr, dann müsste die gegen die alte GS im Alpenmasters-Finale dann antreten, wenn sie sich bis oben durchkämpft. Nächstes Jahr darf ich schon ein bisschen vorgreifen. Wir haben nächstes Jahr ein kleines Jubiläum beim Alpenmaster. Also 2019, 15 Jahre Alpenmaster. Und da haben wir uns einfach mal überlegt, wir verändern das Konzept. Wir werden wieder in die Alpen gehen, wieder mit vielen Motorrädern, wieder mit vielen ausländischen Kollegen und hoffentlich auch mit dir dann ein schönes Video machen, genauso schön, wie du es dieses Jahr gemacht hast. Aber wir werden ein anderes Konzept haben. Das heißt, es wird jetzt nicht nach diesen Gruppen da aufgeteilt, das Feld, sondern wir haben einen Plan, existiert schon, wir müssen noch ein bisschen verfeinern und es wird anders. Und dass wir die neue GS dabei haben, ist ganz klar und wahrscheinlich auch die alte. Oh, sehr gut. Und dann hat der Mountain Tourer einen schönen Abschluss gemacht. Es gibt kein bestes Motorrad, das ist alles extrem subjektiv. Mhm. Sowas kann man nicht mit Punkten messen. Mountain Tourer, da hast du jetzt den Test auch schön in eine Quintessenz gebracht. Deswegen ist ja das Alpenmaster auf so aufgebaut. Man hat zuerst eine Vorauswahl, wo man in Punkten misst, und danach komplett subjektiv einfach 6 Menschen, die sagen, was ist das geilste Motorrad ohne Stoppuhr, ohne Bremsmessung. Haben einfach 6 Leute gesagt, was gefällt mir am besten. So ist. Und das ist letztendlich auch das Tolle an unserer Szene. Man muss vielleicht nicht unbedingt einen Testsieger kaufen, um damit glücklich zu werden mit dem Motorrad. Es sind halt jetzt 6 unterschiedliche Leute, die jetzt einen Testsieger gekürt haben. Das ist halt so. Und das ist ein Meinungsspektrum, was zumindest 6 Menschen abdeckt. Eines haben sie aber gemeinsam, sie sind alle sehr erfahrene Motorradfahrer. Mit sehr vielen Kilometern und die sehr aktiv fahren und auch laufend aktiv fahren. Also das ist schon etwas, was den Test halt ein bisschen einschränkt. Das sind halt Neulinge, sind da natürlich nicht dabei, die jetzt diese Wahl getroffen haben. Das kann man so sagen. Und deswegen, also wie gesagt, das ist ein toller Test, allein weil in dem Finale, haben wir 6 Sieger, weil das sind die Gruppensieger. Super, und das sind schon tolle Motorräder. Und egal, welches den persönlichen Geschmack trifft von diesen 6 Modellen, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer. Ja, faktenvoll. Ich glaube, wir wollen heim. Ich glaube, es ist eine Rekordsendung. 2,5 Stunden ist unvorstellbar, wie lange wir senden. Leider oder zum Glück, wie auch immer, diese Zuseher sind ganze Zeit konstant. Im Prinzip seit 2 Stunden steigt dann immer wieder. Die sind vielleicht alle eingeschlafen. Die sind alle eingeschlafen. Alle sind alle vom Fernseher eingeschlafen. Aber die Fernbedienung abdreht. Ich war ewig. Ich war ja 0-0. Die sind alle noch da. Bevor wir heimgehen, ich führe den Peter jetzt noch zum Flughafen. Fackenfall, du darfst wieder heimgehen und dann gibt's, wenn noch Fragen reintrudeln, können wir jetzt noch schnell ein bisschen was beantworten, aber ist echt der Wahnsinn, 2,5 Stunden, so lange haben wir noch nie gesendet. Vielleicht kommen noch ein paar Fragen rein von euch. Freut mich wirklich, dass so lange so viele Leute durchgehalten haben. Ja, das ist eine super, ganz große Respektzollung dem Peter, aber auch dem Fackenfall im Mittel über, dass man das so lange mithält und dann mitplaudert und mitmacht. Entschuldigung, wenn du gesagt hast, spürt man das Gewicht der GS eigentlich sehr stark beim Fahren. Die GS ist ja eigentlich gar nicht eine von den schweren, muss man dazu sagen. Die ist von diesen Riesen-Enduros eine der leichteren. Und ich finde ja, wenn wer sagt, langweilig und hässlich, langweilig lasse ich nicht gelten, weil das Motorrad lässt sich viel sportlicher fahren, als viele wahrscheinlich glauben. Das würden. Kann man so sagen. Und hässlich lasse ich grundsätzlich schon gelten, weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. So ist es. Und es ist lustig, weil die GS finden wirklich viele Leute hässlich. Ja. Andererseits kaufen es auch wieder sehr viele. Also dürften viele Leute gar nicht so viel Wert drauf legen oder sie ihnen das gefallen. Das ist dieser McDonalds-Effekt. Mhm. Wie meinst du jetzt? Trotzdem fressen, obwohl es keiner mag es, aber jeder geht hin. Okay. Nächstes Jahr gibt es für die GS von der 97 Adventure eine auf die Nuss. Das ist natürlich immer so, wenn im Vorhinein schon die Prognosen abgegeben werden für die Sieger vom nächsten Jahr. Hi 1000 Bestie macht in Zukunft auch einen Bericht über Energica.
ich weiß nicht, energischer, was ist Elektromotor? Also wir haben im Moment noch nichts gemacht. Vielleicht machen wir es noch, das müssen wir schauen, wie das ist, vor allem mit der Versicherung der Motorräder, weil die kriegen wir nur von Händler. Habt ihr das gemacht? Wir haben sie schon mal gefahren. Wir waren vergangenes Jahr am Sellajoch. Da war ja über den ganzen Sommer, war praktisch jeden Mittwoch, war das Sellajoch gesperrt und dann durfte man nur mit, der Plan war, man durfte nur mit Elektromobilen hochfahren. Die Realität sah anders aus. Da waren irrsinnig viele Fahrradfahrer, Tausende, Zehntausende. Und wir waren die Einzigen, die mit der Energica da hochfuhren mit, als Elektromobil. Und ja, also es war, der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Deswegen wird es auch dieses Jahr nicht wiederholt. Es gibt jetzt momentan, man muss sich anmelden, wenn man Sellajoch hochfahren will, aber es gibt keine Kontingentierung oder einen komplett gesperrten Tag. Also da muss ich die Region dort auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Schuss nach hinten, weil es so viele Radfahrer weggeräumt habt mit der Energica. Nein, wir waren ganz brav. Aber ich glaube, die haben weniger Bier getrunken als die Motorradfahrer. Okay. Und deswegen haben die Restaurants da ein bisschen weniger eingenommen und waren dann deswegen auch nicht mehr dafür. Das machen wir nicht mehr. Du, da spricht uns jemand aus der Seele. Dynamite von der neuen Tenere 700, wäre schön, was zu hören. Peter, das siehst du sicher genauso als Offroad-Enthusiast, also, oder? Aus meiner Sicht, die Klasse im kommenden Jahr, die ist, das wird natürlich die Mittelklasse Adventure-Enduro-Klasse sein, jetzt mit der neuen 97er KTM und natürlich mit der Yamaha T7 oder wie sie auch dann heißen wird. Also das steht bei uns ganz oben in der Prioritätenliste. Da werden wir auch einen besonderen Test machen. Also das ist auch schon im Plan. Da werden wir so ein bisschen was Adventure-mäßiges inszenieren. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Okay. Und dann gibt es was haben wir noch? Scheiße, es geht jetzt schnell. Hi Leute, da kommt jemand, der jetzt erst einsteigt. Markus Meyer, du hast fast nichts versäumt, wir sind schon am Schluss. Michael Nelke hat noch was Cooles geschrieben. Er meint, dass eigentlich eine gebrauchte GS 10.000 bis 12.000 eine super Alternative ist zu vielen anderen Motorrädern auch. Es muss nicht immer die neue sein. Ist nämlich auch ein guter Hinweis. 10.000 bis 12.000 eine gebrauchte 2014er GS ist auch ein Wahnsinnsmotorrad gewesen damals, ja, keine Frage. Ja. Und auf welcher Seite kann man schauen nach gebrauchten Motorrädern? Ja, auf 1000ps.de, selbstverständlich. Du bist da, du hast lernst, Wahnsinn, du lernst, super. Du lernst, endlich hast mein nächster gesagt, Auftritt, mein nächster Auftritt ist geboren. Du, Biking Weird fragt, gibt es als Gegenstück zu Tenere auch eine Transalp? Das glaube ich nicht. Es ist nicht zu Ohren gekommen. Das müsste mich wundern. Ja, sie haben die Afrika Twin, da sind sie perfekt aufgestellt, also gut aufgestellt, die Honda-Leute, die verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Und ich glaube nicht, dass der Honda noch was einschiebt. Was haben wir noch? Die Leute bedanken sich fürs Mitmachen. Alles gut, alles schön. Ja, passt ganz gut, oder? Dank an euch. Glimpflich davon. Gute Nacht. Also will ich schon. Ja, also ich will, dass wir jetzt endlich die Pappen halten und abbrechen. Kosiz, wir haben es ganz richtig verstanden. Nächstes Jahr kommt auch die Indian-Flagtrekker 1200. Auch interessant. Ja. Da gibt es jemanden, der mit Großrollern in den Bergen fährt. Er hatte mit der Burgmann Spaß am Großglockner. War auch schon eine Rollerklasse. Hatte er mal? Ja, hatten wir auch gelegentlich, als die Honda DE01 zum Beispiel. Okay. Da war aber auch ein heftiger Gegenwind von Laserseite. Also das ist so ähnlich wie die Supersportler. Man kann es nie allen recht machen. Du trittst irgendwo immer ins Fettnäpfchen. Ja, meine lieben Leute, dann würden wir uns jetzt verabschieden, dass wir nach Hause kommen und ihr auch nach Hause kommt, beziehungsweise arbeiten könnt in einer Nachtschicht. S1000er Jahr 2019, Marvin, ja, die wird kommen, vermutlich steht sie auf der Intermod anzusehen, wie auch alle anderen Neuheiten, die teilen sich ein bisschen auf, aber Intermod ist vor der EICMA, also da sind dann schon einige Sachen Anfang Oktober. Da habt ihr einen Messestand, Peter, da kann man gerne intensive Diskussionen mit euch führen. Gern. Ja, wir haben einen Messestand dort, wir sind auch vor Ort. Wir sind, ich weiß nicht, Peter, ob wir das schon gesagt haben, wir sind eigentlich mit euch gemeinsam. Also wir haben Motorradstand und 1000 PS-Stand ist zusammen. Ich wollte eigentlich Urlaub nehmen während der Intermod, ich glaube, das bestärkt mich. Ja, es wird leimernd. Ihr habt da so ein Catering, die auch Getränke zu euch am Stand. Also ihr habt da immer hinten in dieser... Du wirst dich wundern, mit wie wenig du auskommen wirst in diesen Messetagen, wenn wir Caterer sind. Okay, nein. Dann haben wir auskommen muss. Wasserfritze Getränkeservice, unser Sponsor aus Köln, wird uns dann jeden Tag einen Kasten Bier vorbeibringen. Wir werden euch am Stand. Und ein paar Kellys. Ja, die werden wir mitnehmen. Wir werden alle Ehre dort machen. Wir werden ganz übelst benehmen. Ja, dann heißt sie, die Leute vom Motorrad haben sich ganz schlecht benommen. Ja, das wird leifern. Wir ziehen uns dann eure roten Hemden. Ja, genau. Am Abend dann beim Saufen mit die Bierzimmer.
Also besucht uns auf der Intermod. Wir werden vor Ort sein, freuen uns. Und die Leute mit schlechten Benehmen sind die Motorradkollegen mit dem Motorrad. Auch wenn sie uns ähnlich schauen. Das wird ganz großartig werden. Danke fürs Mitmachen. Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Livestream. Ciao. Tschüss.